Wir lassen uns heute von der Frau im Nebel verführen und mal wieder von Sharon Stone. Darüber hinaus treffen wir einen Mann namens Otto und der steigt zu Gerald Butler ins Flugzeug. Warum, wieso, weshalb, erfahrt ihr hier bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus. Heute mal wieder in Viererbesetzung an der Zahl. Hier habe ich Gregor, da drüben sitzt Matthias und Etienne. Und wir werden heute über eine Menge Filme reden. Über das, was wir zuletzt gesehen haben, über das, was jetzt gerade aktuell im Kino oder per Streamingdienst startet. Und wenn es die Zeit denn noch ermöglicht, sage ich jetzt mal, wollen wir ein bisschen mal auf das Genre Thriller, Whodunit, Krimi, Film Noir, ja, ich habe deine Anregung noch zu Herzen genommen. Wollen wir da mal ein bisschen drauf schauen, wie es ist, wo wir uns gerade befinden, was wir so mögen und was wir so zu unseren Highlights zählen, beziehungsweise was eben diese Highlights auszeichnet. Ne? Ne? Gut. Dann Schluss, aber halt. Schluss. Das Zeichen. Genau, Schluss. Genau. Und vielleicht, wenn alles klappt, aber das möchte ich nicht garantieren oder nicht versprechen. Zocken wir noch eine Runde. Du hast, glaube ich, unser neues Spiel noch gar nicht mitgemacht, ne? Welches Spiel? Stetojuries, glaube ich, heißt das. Ich kann es nicht so richtig. Stetojuries? Warte mal. Ist das erlaubt in Deutschland? Das heißt irgendwie. Du weißt, dass wir bei Rocket Beans nur Wortspiele erlauben. Ja. Was ist Stetojuries? Da ist bestimmt irgendwo ein Wortspiel versteckt. Das würde ich sagen, spritzige Statistik. Nee. Statistik? Spritztig? Das ist eine Ansammlung von Spielen, bei denen es unter anderem darum geht, entweder das IMDb-Rating zwischen zwei Filmen abzugleichen. Oh. Oder zum Beispiel das Einspielergebnis. Oh, das finde ich noch besser. Oh Gott, da bin ich bewahrt. Wir können doch auf das verzichten, was du zuletzt gesehen hast. Das eine Category Runde. Und mit Stats verbunden. Genau. Ah. Wow. Stetogories. Wir machen mittlerweile so viele Wortwitze, dass man da echt tief in die greifen muss. Kann man nochmal in sich gehen. Also der Name stammt nicht von mir. Ja. Ne? Also wer auch immer, von wem der Name stammt. Geschrieben auch besser als ausgesprochen. Ja. Aber auch geschrieben, ich wüsste jetzt nicht, wie man es schreibt. Stetogories. S-T-A-T-T-O-T-T. Ja. Stetogories. Stetogories. Ja, also wird wahrscheinlich kein eigenes Format, aber. Nö, das ist als hier als nette kleine Abwechslung. Wie würden wir es denn hier nennen? Was ist ein spontanes, dummes Wort? IMDb-Rating. Rating wegen Rating nicht und Rating. Ja, da sind wir schon, aus Versehen. Ja, aber dann liest jeder Rating und keiner liest Rating. Und wenn du Rating liest, denkst du, ist es eine Stadt oder so. Naja, okay, wir kommen noch drauf. Man muss ein bisschen brainstormen. Ja. Komm mal lieber auf das zu sprechen, was du zuletzt gesehen hast. Na, abseits der Filme, die wir hier heute besprechen werden. Zuletzt gesehen habe ich die letzten. Ich habe tatsächlich einiges gesehen. Okay. Wir können drüber reden über Tar, Megan oder You People. Lass mal Megan außen vor. Den fandst du, glaube ich, auch nicht so gut, oder? Durchschnittlich, ne? Ja, ich mochte diese Puppeneffekte, fand ich schon irgendwie so ganz nice, weil der war ja komplett ungruselig und unspannend. Also. Ja. Es soll auf DVD und Blu-ray noch eine ungeschnittene Fassung oder eine etwas härtere Fassung kommen. Ja, man hat auch das Gefühl, die haben ab und zu. Ja, also, ey. Das war doch der Gedanke, ne? Dass sie gesehen haben, oh, das wirkt ja härter, wenn wir es nicht zeigen und wir können es an mehr Leute verkaufen. Nee, aber das ist nicht das, oh, es wirkt härter, wenn wir es nicht zeigen, sondern das ist dieses. Ein bisschen zeigen wir noch was, aber mehr dürfen wir euch nicht zumuten. Okay. Ich erinnere an diese Szene mit dieser Spritze. Ja, ja, oder was, dieser, was ist das? Hochdruckreiniger oder? Hochdruckdüngermittel, was auch immer. Ja. Ja, genau. Aber da siehst du es halt eins, also wirklich eindeutig. Ich war richtig überrascht, dass da nicht noch mehr gezeigt wurde. Ja, aber der war auch ansonsten, war der so eine Blaupause von Standard. Also, ich fand ja diese Effekte, die haben ja, glaube ich, eine Schauspielerin gab plus CGI und irgendwie das zusammen. Das fand ich schon gar nicht so schlecht. Da war auf jeden Fall Potenzial. Die Story war halt so 0815 und so fängt ja auch erst nach einer halben Stunde an. Dabei weißt du eh schon alles. Also das war naja. Ja, über Tar werden wir noch reden. Gut. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber New People.
Sag mal was, ich habe den noch nicht angefangen, weil ich habe mich bislang nicht so wirklich dran getraut, weil ich mir gedacht habe, oh, das sieht alles nicht so spannend aus. It's a Netflix-Comedy, ne? Gut, da haben wir The Bubble. Okay. Ja, ich sag nicht, dass es da nicht auch mal einen Treffer gibt, aber es fühlt sich schon wieder nach, ja gut, okay. Dann hast du mich auf die falsche Pferde gehört. Aber es fühlt sich schon wieder so nach Checklisten-Comedy so ein bisschen an. Angeblich hat Jonah Hill da mitgeschrieben. Mir war das alles ein bisschen zu, also ich sag mal, was mir nicht gefallen hat, war alle 2 Sekunden Hip-Hop-Soundtrack. Ich mag Hip-Hop, aber es war so in die Fresse, dass, also jede Szene kommt ein neuer Track, den du cool finden sollst. Es waren auch so Dialoge dabei. Oh, du bist wie Drake zu seiner so und so, dann der Albumnamezeit. Sei mal mehr Drake wie zu dem und dem Zeit. Also es war teilweise so aufgesetzt cool. Und du hast die ganze Zeit das Gefühl gehabt, okay, Jonah Hill, du wärst gerne schwarz. I get it. So dauernd wurden irgendwelche Sachen gequotet oder es lief hier Hip-Hop im Hintergrund. Es war so in die Fresse rein, dass ich es schon nicht mehr ertragen konnte. Das klingt doch nach einem Film, der nur für dich geschrieben wurde. Nee, überhaupt nicht. Ich mag es ja, wenn ich es fühle, wenn es authentisch ist, nicht wenn es aufgesetzt ist. So leicht bin ich auch nicht zu haben. Nur weil da irgendein Hip-Hop-Song im Hintergrund, oh, das ist super. Ich bin ja, ist ja nicht wie Antje und Pferde. Bei mir mit Hip-Hop. Da ist schon. Komm mal. Feiert. Es ist evident, man kann es beweisen. Nein, aber ich mochte ja auch den Soundtrack. Ich finde nur, es war sehr aufgesetzt. Dann jeder Schnitt war irgendwie dann so staccato-mäßig, dann irgendwie mit so Zooms und so Effekten drüber. Es wirkte teilweise wie so eine komische Serienpilot oder so, was wirklich auch nach 10 Minuten einfach nur noch nervig war. Die Dialoge wirkten teilweise so krass auswendig gelernt. Auch wenn da ein paar gute Dialoge dabei waren, wirkte es halt wirklich so wie so in einer Sitcom, wo er kommt rein, sagt den Satz, dann sagt er den Satz. Und dann fehlt eigentlich nur noch der Applaus vom Mann. Und dann muss ich sagen, Eddie Murphy spielt da mit. Warum? Also er spielt halt so den Grumpy Dad. Also die Story ganz kurz zusammengefasst. Jonah Hill spielt einen jüdischen Single mit 30 und lernt eine schwarze junge Frau im gleichen Alter kennen und die verlieben sich ineinander und dann kommt es zu diesem klassischen Clash of Cultures. Die Eltern von ihr sind quasi muslimisch und streng muslimisch und sagen, wie, er ist kein Moslem. Und die Eltern von ihm sind jüdisch, aber sind so, oh cool, wir haben mein Sohn hat eine schwarze Freundin und finden das so eher wie so ein Accessoire irgendwie cool. Und dann gibt's natürlich diesen klassischen Meet the Parents-Kram. Er ist mit Eddie Murphy unterwegs und da sind teilweise so cringe Szenen dabei. Dann kommt Eddie Murphy, denkt, ja, dann nehme ich den mal mit zu einem Streetball-Ding und lass ihn mal von ein paar richtigen Ghetto-Ballern richtig durchnehmen. Aber stellt sich raus, Jonah Hill kann richtig gut ballen und gibt am Ende allen High Five. What? Umgedreht. Was ein Twist. Mit den Erwartungen gespielt. Und Eddie Murphy will das eigentlich filmen, um ihn lächerlich zu machen und dann macht er aus, weil Jonah Hill gut ist im Basketball. Also solche Szenen, wo der Cringe in dir wirklich hochsteigt, denke ich mir alles nicht aus, alles wirklich exakt so. Aber ich zweifle trotzdem an, dass dir das nicht gefällt. Die Basketball-Szene haben mich. Ich mochte Eddie Murphy nicht. Eddie Murphy spielt halt die ganze Zeit Grumpy Old, der spielt die Robert De Niro-Rolle, so findet Jonah Hill natürlich scheiße und will ihn nicht und versucht ihn dauernd auch auflaufen zu lassen. Die Momente, auf die ich mich freue, wenn ich, wenn meine Tochter im richtigen Alter ist. Aber es ist leider keine, also es ist wirklich kein einzige lustige, also es ist nicht übertrieben, meiner Meinung nach keine einzige lustige Szene mit Eddie Murphy da. Es gibt einmal eine Szene, da fahren sie irgendwie nach Las Vegas mit irgendwie auf Junggesellenabschied, weil er will die dann halt heiraten. Und dann sind die da, ist übrigens ganz lustige Cast, dann ist er mit seinen Jungs da und Eddie Murphy fährt halt mit, warum auch immer. Und dann geben die sich halt, also er sagt halt, ich habe mit Koks nicht am Hut. Und dann kommt halt irgendwann, kommen sie in der Disco und sein bester Kumpel so, ey, ich sag jetzt Jonah, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er im Film ist. Ey Jonah, unser Koks ist alle, wo ist dein Coke-Guy? Und er so, ich hab keinen Coke-Guy. Und dann kommt der Coke-Guy rein und sagt so, ey Mann, danke, dass du mich ab, das letzte Mal, that you hooked me up, hier, das ist für dich, und wirft ihm so einen Beutel Koks in den Schoß und Eddie Murphy sitzt so daneben. Und er so, ich kenne den Typ überhaupt nicht. Und da sind dann noch lustige in den Nebenrollen, das sind alles Leute, die man auch kennt, Brian Greenberg zum Beispiel, Andrew Schulz, der Stand-Up-Comedian und so, ganz lustige Leute in dem Cast. Das war die einzige Szene, wo ich so ein bisschen
das Gefühl hatte, da trauen sie sich mal was, das ist ganz lustig, irgendwie ist ein bisschen drüber. Ansonsten. Aber so ein Beutel Koks kostet auch ein bisschen was, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, würdest du behaupten? Ist das, würde ich vermuten. Rechnen wir das nachher beim Spiel durch oder so? Können wir gerne mal machen, ja. Aber ich sag mal so, war nicht in Sicario solche Beutel Koks in den Wänden drin und so? Also ich meine, die handeln doch, die hantieren doch mit solchen Dingen. Vielleicht war es auch so ein Beutel, ich weiß nicht. Okay. Nagel mich jetzt nicht auf die Größe, es ist für den Gag. Das ist ein wichtiger Plotpoint. Ja, hat es jetzt keine Rolle gespielt. Aber ja, also insofern, ich fand einfach Eddie Murphy, das hätte auch Jamie Foxx sein können, es hätte auch Denzel Washington sein können oder Bill Cosby. Ja gut, wäre vielleicht nicht, wäre schwer. Aber halt, weiß ich nicht, irgendwie so diese Grumpy Old Nummer, die ist so durchgelutscht und da war nichts, wo ich gesagt hätte, wow, ihr habt Eddie Murphy. Man, der macht eh nur alle Jubeljahre mal einen Film oder eine Comedy und dann kommt irgendwie. Ja, aber wann hat er das letzte Mal was Gutes gemacht? Dolomite. Dolomite, ja. Würde ich auch sagen. Ja, was? Ja, 2009, 2010 oder so? No, nein, so lange ist das wohl nicht. 5 Jahre. Ach, ich kriege es durcheinander. Ich denke an Black Dynamite gerade. Ist ja ein bisschen. Ja. Nee, der war noch besser. Nee, Dolomite war zuletzt, ne? Vor ein paar Dolomite Jahren. War gut. Ja, ja, das stimmt. 5 Jahre. Schon. Aber seit sonst macht er ja. Also, jetzt Netflix-Komödie hätte ich jetzt auch nicht damit gerechnet, dass er wieder scheint. Ja. Also, ich meine, Prinz aus Zamunda war ja komplette Katastrophe. Eben. Der war wirklich Katastrophe. Der zweite. Und ja, da war ich halt so ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wenn, ich habe da natürlich immer so noch die Erwartungshaltung, eine Eddie Murphy Comedy und denke immer, vielleicht wird's das nächste Beverly Hills Cop. Aber das nächste Beverly Hills Cop kommt doch auch. Richtig, wird auch ein Netflix-Ding, ne? Ach, stimmt, ist ja auch noch ein Plan. Wird wahrscheinlich auch nicht so geil. Ey, wenn das genauso wird wie dieser Chef-Film, den sie da mal gehabt haben, könnt ihr euch noch an den erinnern? Ja, den hab ich gar nicht mehr. Ja, mit Sam Jackson und noch Richard Roundtree und noch. Aber nicht der erste Chef. Nee, nicht der erste Chef, der Nachfolger. Genau. Also sonst gar nicht geguckt. Der war nicht gut. Der neue Chef. Ja. Ja. Also den kann man machen, weil der tut keinem weh, der Film ist letztendlich eine kurzweilige Rom-Com, wenn man so will. Weiß, ich mag Rom-Coms. Aber mir war das alles zu aufgesetzt und zu und da bleibt gar nichts hängen. Aber also. Klingt halt nach Netflix Content. Genau, ja. Deshalb meinte ich, so eine klassische Netflix-Comedy kannst du wirklich beim Kochen im Hintergrund laufen lassen. Immer wenn du drauf guckst, weißt du exakt, wo du bist. Ja, gut. Aber dafür sind ja auch solche Sachen vielleicht gedacht. Aber spart mir 90 Minuten. Ja, spart mir auch wirklich. Ich bin nicht so wirklich heiß drauf. Minuten, ja. Matthias! Ja, ich habe letzte Woche angefangen, jetzt mal die Oscar-Filme nachzuholen, weil ich letztes Jahr echt wenig geguckt habe. Ah, stimmt. Habe ich letzte Woche Top Gun mir angeschaut, war dann im Kino bei den Banshees und dann auch Triangle of Sadness. Ich mir in 3 Tagen 3 Filme würde mich jetzt mal interessieren. Von den 3 Filmen, was war das Highlight? Puh, schwierig. Ich glaube, ich werde keinen von den 3 nochmal sehen. Ich habe aber bei allen 3 auch Spaß gehabt. Highlight wahrscheinlich. Moment, du hast aber nur einen im Kino gesehen? Nee, 2. Top Gun habe ich nicht im Kino gesehen, aber Banshees. Ausgerechnet Top Gun. Ja, der läuft jetzt halt nicht mehr, deswegen. Ja. Und den habe ich damals halt verpasst, deswegen. Aber hat er noch eine Ehrenrunde im Kino gedreht? So haben sie ja. Es ist ja auch okay, natürlich funktioniert der im Kino sicherlich besser. Aber ich bin jetzt auch nicht so böse drum, dass ich den verpasst habe. Ja. Welcher Film? Ja, kann man gut nachmachen. Ja. Sorry. Ich glaube, Banshees ist wahrscheinlich der beste Film von den 3. Würde ich sagen. So, wenn du sagst Highlight von den 3. Aber es sind alle 3, funktioniert natürlich auf komplett unterschiedlichen Ebenen. Aber bei alle 3, also ich weiß nicht, Top Gun hat mich. Ich glaube, hätte ich nicht gewusst, dass er für die Oscars nominiert ist, hätte ich ihn wahrscheinlich noch mehr genossen. So hat es mich ein bisschen mehr aufgeregt, weil ich denke so, komm, also bestes Drehbuch. Ja, adaptiert. Also, Drehbuchnominierung ist halt und bester Film. Du musst eben sagen, viele sind natürlich sehr von diesem Kinoerlebnis nochmal reingezogen worden, weil es nach der langen Zeit, wo viele nicht im Kino waren, nochmal was Besonderes war. Ich fand ihn auch gut, aber ich war erstaunt darüber, dass der so enormst abgegangen ist eben. No? Aber seid ihr nicht aus... Ja gut, du warst nicht im Kino, ich bin aus dem Kino rausgegangen und hab gesagt, wow! Ja. Right. Der zieht gegen Ende auch voll an. Also die Action-Szenen und so weiter ist natürlich super. Die letzte halbe Stunde oder was macht Laune. Also das hat auch im Fernsehen Spaß gemacht. Aber die ersten anderthalb Stunden, die ich da saß, dachte ich da so, ja, Nostalgie und das alles. Und ich verstehe das. Ist ja alles cool. Und ja, Top Gun macht Spaß. Und das ist super. Und oh ja, jetzt kommt Val Kilmer, kriegt auch nochmal seinen Auftritt. Und alles schön. Aber ey, come on, bester Film?
Also und ich wurde halt leider, muss ich zugeben, ich bin ein bisschen salty geworden, weil ich dann halt auch immer wieder an unsere Diskussion zurückkam, dass halt Endgame nicht nominiert wurde und dass es halt aber Top Gun funktioniert, genau auf demselben Level, nur für eine andere Zielgruppe. Aber, und genau da musste ich auch dran denken, an unsere Diskussion zu dem Thema. Und ich glaube tatsächlich, dass das jetzt die Versäumnisse sind, die bei Endgame noch stattgefunden haben. Dass jetzt ein Film wie Avatar 2 und Top Gun zu den besten Filmen gezählt wird oder nominiert sind für die besten Filme, ist dem geschuldet, dass sie halt ein gewisses Massenpublikum erreicht haben. Und, ja, und ich gebe dir ja recht, ich gebe dir ja recht, ich gebe dir ja recht. Also ich glaube, durch die Corona-Krise ist denen noch mehr bewusst geworden, wie wertvoll solche Filme auch sein können, die halt eine große Menge und eine große Masse ins Kino locken. Und das wollen sie, glaube ich, jetzt hier vor allem honorieren. Ey, dass die Oscars langsam sind, ja. Das ist Geschichte. Das gehört einfach dazu. Beste, also, ich sag nur Al Pacino. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob du das meinst, aber ich glaube halt schon, ich meine, wir sind uns ja alle einig, dass Kino so ein bisschen bedroht wird von Streaming und Home-Kino und weiß ich nicht was. Fernseher werden größer, ja. Wir kriegen immer die Filme geiler zu Hause. Leute, der Grund, ins Kino zu gehen, ist zumindest nicht mehr sowas wie Banshees. Sondern die Leute gehen ins Kino für Top Gun, Endgame und Avatar. Achterbahnfahrt. Ja, und du musst, gerade wenn du dir anguckst, was so eine Ticketpreis, wenn du mit einer Familie ins Kino gehst, mit Popcorn bist du ja, weiß ich nicht, bei 100 Euro, wenn du ins Kino gehst, ja. Das ist ja IMAX 25 Euro Avatar. Genau, also das ist ja richtig, das ist ja Geld. Dafür bist du ja früher mit der Gesamtfamilie einen ganzen Tag im Hansapark gewesen. Aber was ich nur meine, ist so, das ist so schon auch die Pflicht, finde ich, der Oscars, und das sind ja Leute, die in dieser Branche arbeiten, dass die das Kino am Leben erhalten. Und das tun sie halt nicht nur, wenn sie nur anspruchsvolles Arthouse-Kino oder weiß ich nicht, irgendwelche anderen Sachen. Sie müssen ja auch irgendwie die Hype-Maschine selber anfeuern. Wenn Hollywood selber nicht für Hype sorgt, wer soll's machen, ne? Und ich bin, wie gesagt, ich bin da. Aber das hätten sie auch schon bei Endgame machen können, weil das war ja, Herr der Ringe war ja schon seinerzeit nominiert und so, ist ja nicht neu, dass auch mal ein Blockbuster dabei ist. Bei Endgame war es überfällig, also das ist da in keinster Weise irgendwie. Rückwirkend alleine schon, ja. Ja, eben, also allein für diese. Na, und da gebe ich dir vollkommen mittlerweile recht. Black Panther Best Movie Nomination bekommen? Ja. Nee, aber Black Panther hat etwas geschafft, was vorher noch kein Marvel-Film geschafft hat, nämlich einen Oscar für eine darstellende Rolle oder für eine Darstellung. Nämlich Angela Bassett ist für die beste weibliche Nebenrolle nominiert. Ich meinte der erste, als er damals rausgekommen ist. War der in der Liste dabei? Ich glaube, der erste war damals bei bester Film nominiert. Ja, also das war so ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen so wie. Ja, nur da haben wir ja natürlich schon gesagt, wir wissen alle, warum der Film da dabei ist. Ne? Also das war jetzt nicht unbedingt, weil er halt das Kino wiederbelebt hat oder beziehungsweise aus einer erzwungenen Starre irgendwie befreit hat, sondern weil er halt mir geht's ein bisschen mehr darum, solche Filme eben, die sind aus verschiedenen Gründen gewählt, außer dass sie der absolut beste Film waren und da drin landen. Nee, also ich würde auch nicht behaupten, dass Avatar 2 der beste Film ist, wenn es rein um das darüber urteilen müsste, welcher von diesen 10 Filmen der beste Film ist, da wäre Avatar 2 nicht dabei, meiner Ansicht nach. Der ist geil gemacht, aber da fehlt halt noch eine Menge, um auch wirklich zu sagen, das ist der beste Film von diesen 10. Klar, so. Und der hat dafür andere Gründe gehabt, warum in der Liste auftaucht, was ihr schon hier ausgeführt hat. Also das wirst du bei mir sehen, seitdem du mehr als 5 Filme da nominieren kannst. So sehr ich mich damals gegen Endgame gewehrt habe, weil ich nicht gesagt habe, das ist nicht der beste Film, so sehr sage ich jetzt im Nachhinein, tut mir leid, ich weiß, wofür der Film hätte nominiert werden sollen, nämlich eben für die Entwicklung, die Marvel gemacht hat, für das Phänomen, was Marvel dargestellt hat und für den Erfolg, den Marvel damit erzielt hat, nämlich innerhalb von Endgame den einen der erfolgreichsten Milliardäre überhaupt zu erschaffen. So bin ich jetzt mittlerweile vollkommen dabei und ich glaube, das sind die Gründe, weswegen Top Gun und Avatar 2 da jetzt mit drin sind. Ja, also Avatar kann ich da fast noch, den habe ich noch nicht gesehen. Ich krieg mich nicht überwunden, mich 3 Stunden in diesem Film zu setzen. Das ist, ich denke, wenn, dann muss ich ihn im Kino sehen, aber gerade so, ich glaube, der ist halt so mittelmäßig. Geh gern wieder zurück. Ist doch egal. Ja, super, aber dafür brauche ich deswegen sträube ich mich immer noch so ein bisschen dafür, aber den kann ich irgendwie noch mehr sehen, weil Top Gun so viele Schwächen dann doch irgendwie hat, weil der halt, wenn du den ersten nicht gesehen hast, verstehst du kaum was, das ist nur Nostalgiefaktor, die ersten Stunden, anderthalb Stunden, bis die Action wirklich loslegt. Also da gibt es so viel bessere Beispiele für mich, wo du halt so diese Story erzählt bekommst, die Top Gun auch wieder erzählt. Nur was den halt hoch ist, diese ganze Nostalgiefaktor und dieses auf alte Beziehungen anspielen und
Wenn du den ersten nicht gesehen hast, ist jetzt der neue, der macht Spaß, aber wenn du den ersten außen vor lässt, ist der jetzt nicht großartig. Moment, aber der erste ist von 1986? Ja, und der ist eigentlich auch nicht so gut, muss man sagen, außer dass der sehr stylisch gewesen ist. Ja, aber das ist ein typischer Tony Scott. Ja, auf jeden Fall. Ich sage aber, der erste ist trotzdem cleverer, als er irgendwie aussehen mag oder auf den ersten Blick wirkt. Aber auf der anderen Seite würde ich jetzt aber auch sagen, 1986. Ich glaube nicht, dass da nur Leute drin waren, die den ersten Film gesehen haben. Nee, aber die finden die Action geil oder sonst was. Aber also die Story, das Storytelling vorher, die Szenen, die Top Gun Maverick jetzt zeigt, da wird so viel vorausgesetzt bei vielen Beziehungen zwischen den Leuten. Das wird dir nicht gezeigt. Das wird so, ja, das ist so eine alte Freundschaft. Und ja, diese Liebesbeziehung zwischen den beiden. Das wird dir alles nicht erklärt. Das ist, wird vorausgesetzt und ja, das ist, die hatten mal was, so deswegen ist da was zwischen den beiden. Das wird aber alles nicht gezeigt. Wobei, also ich meine, also, das musst du meines Erachtens nicht wirklich da zeigen. Mehr, es sind ja mehr so grundsätzliche Dinge wie von wegen, oh, der Sohn des seines verstorbenen besten Kumpels, wo er dann sich mitschuldig fühlt. Das sind so universelle Storys, die, glaube ich, auch genug. Deswegen ist es ja, auch vollkommen okay. Deswegen Moment, ist es auch vollkommen okay. Das ist doch nicht die gleiche aus Top Gun 1. Nein. Aber es geht ja jetzt mehr, es sind unterschiedliche Sachen. Also hier. Bei der Val-Kilmer-Sache würde ich aber zustimmen. Da fehlt, wenn du den Vorgänger nicht kennst, also wenn du Iceman nicht in Top Gun gesehen hast, das ja, klar. Dann fehlt dir die emotionale Tiefe in dieser Szene. Das ist dann zwar auch traurig, weil es traurig gespielt ist und so, aber. Da kommt natürlich, die Rührung kommt hauptsächlich dadurch, ja, das natürlich. Wissen, was man um die Beziehung der beiden aus dem Vorfeld. Ich würd sagen, dass aber das Rooster-Ding, was so eher das zentrale Thema des Films ist, funktioniert auch für sich so, ohne dass du ihn erklärt. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass der Film nicht funktioniert. Ich hatte auch meinen Spaß daran. Ich finde nur, dass man das von so vielen Seiten gehört wird, oh, wie toll dieser Film doch ist. Ist er dann wieder so ein bisschen overhyped, weil ich finde, es funktioniert, aber das habe ich in mehreren Filmen schon besser auserzählt bekommen, als es da jetzt ist. Da wird so, ja, die Grundthematik funktioniert und wir packen noch Action oben drauf und ich habe da meinen Spaß mit, alles cool. Aber da jetzt zu sagen, das ist so, oh mein Gott, das ist so ein krasser Vertreter und so ein toller Film, das ist. Aber Enttäuschung durch Hype hängt natürlich auch immer so ein bisschen vom Zeitpunkt ab, wo man so. Vollkommen, deswegen, ich will jetzt, nochmal, ich bin nicht enttäuscht von dem Film, der hat Spaß gemacht, das ist alles cool. Nur ein paar Sachen, wo ich echt sage, so, ey, wenn ich länger drüber nachdenke oder tiefer reingehe, das ist so, hat der für mich so ein paar strukturelle Schwierigkeiten oder ein paar Storytelling, wird viel vorausgesetzt. Ja, es war eben wirklich auch sehr viel, also bei mir, ich war bei der Premiere da noch eingeladen hier, wo ich eine Stunde noch Steven angucken durfte, hier Red Carpet Interviews mit dem Prinzen und Tom Cruise gemacht hat. Ich glaube, da war doch Prinz also, Harry oder was William? Ich weiß gar nicht mehr, Prinzen, wer da war. Der Band? Nee, die britischen Prinzen hier. Die waren damals, es war Red Carpet in Großbritannien, so, wurde ins Kino übertragen, eine Stunde lang. Muss ein Schwein sein in dieser Welt. Oh Gott. Was meint Sebastian Krumbiegel zu Top Gun? Und ich meine, gerade das, davon profitiert das Kino, habe ich natürlich auch keine große Erwartungshaltung gehabt. Ich fand ihn, wie gesagt, eben auch ganz gut. Und wenn du dann wirklich von der Bildgewalt erdrückt wirst, wenn du dann auf der großen Leinwand diese wirklich toll aufgenommenen Szenen siehst, das macht enorm viel aus, außer dass du dann später auf einem kleinen Bildschirm mit Vorhype dann hinkommst und dann einfach nur einen Standard-Action-Film siehst. Was war der dritte Film? Banshees, Top Gun und? Triangle of Sadness. Triangle of Sadness. Der war ein bisschen lang. Also ich weiß, das sagen alle, ich würde noch nicht mal sagen, dass er zu lang ist. Ich finde nur, er macht dann halt im dritten Teil so nochmal ein komplett neues Fass auf. Und behält sein Erzähltempo dann bei. Das ist irgendwie der zweite Teil, hat dann so ein schönes Ende irgendwie, so alles klar, jetzt und jetzt erwartest du den Epilog, aber dann wird nochmal so ein komplettes Fass aufgemacht und dadurch bekommt er so ein bisschen seine Länge. Auch als bester Film nominiert. Deswegen, ich habe die jetzt mal so alle mir reingezogen, wird der auch, glaube ich, nicht gewinnen. Also der ist, der hat auch wieder seine Schwächen, auch im Storytelling. Ich verstehe alles, was er macht und es sind coole Sachen und coole Gleichnisse und so, aber hier und da ein bisschen zu auserzählt, dann gleichzeitig fehlt die Bindung zu den Hauptrollen irgendwie, weil du nicht so wirklich bei einem Pärchen bleibst, sondern der viel mehr bei deinen Gleichnissen und so weiter, die viel mehr auserzählt. Die sind alle cool inszeniert, aber die hast du dann auch irgendwann verstanden und im dritten Teil fehlt dann so ein bisschen die emotionale Bindung irgendwo und dadurch verliert er dann am Ende so ein bisschen an meinem Engagement. Mhm. Aber auch, wie gesagt, alle drei Filme, gute Filme, haben mir alle Spaß gemacht. Banshees auch, wobei ich da das Marketing total verkackt finde. Also ich finde nicht, dass man den so als die intelligenteste Komödie aller Zeiten erzählen kann. Also ich finde den gar nicht so lustig. Der ist halt, das ist halt für mich
wenn dann eine Dramedy so irgendwie, da ist so viel Ernstes und so viel Dramatik mit drin, den als Komödie, einfach als reine Komödie zu bewerben, da dachte ich so, ach, da ist mir das Lachen zu sehr im Hals stecken geblieben hier und da. Aber werden das die Martin McDonough-Filme? Also. Ich habe nur die, also ich habe den Trailer gesehen, der Trailer macht Werbung für, ah, er redet nicht mehr mit ihm. Was ist wohl der Grund? Lass uns mal rauskriegen, warum er nicht mehr mit ihm redet. Und im Film nach 10 Minuten sagt er, ja, deswegen rede ich nicht mehr mit dir. Und so, ah, okay, jetzt müssen wir diese Dramatik ausspielen. Ja, die Poster zeigt die beiden und die intelligenteste Komödie des Jahres. Und ah, wie lustig das doch alles ist. Und ich denke mir, das wird dem Film nicht gerecht. So, der Film will ganz anderes und geht in ganz andere Richtungen und macht ganz andere Kreise, als einfach nur, ich will die Beziehung zwischen den beiden Kerlen lustig ausdarstellen. Dafür ist der zu ernst. Dafür haben wir einfach Fingersachen und ich will jetzt da nicht ins Detail gehen, aber was da alles passiert und gerade auch, wie es endet, ist nicht für mich eine Komödie. Ja, also als Komödie würde ich diese Filme von ihm auch nie sehen. Ich finde immer, das ist immer schön zu sehen, wie viel Komik er in Tragik findet oder wie viel Tragik irgendwie in der Komik verpackt ist. Und ich glaube, darum geht es eigentlich immer. Ne? Also, da fand ich aber, Three Billboards schlägt viel mehr Haken und ist viel mehr noch so Humor und Absurdität. Da bleibt Banshees, bleibt viel mehr in diesem dramatischen Part. Da hast du auch keine, weiß nicht, da hast du auch keine Leute, die durch irgendwelche Schaufenster geschmissen werden. Oder? Ja. Du hast halt Scheren. Ja. Gut, Gregor, dann sind wir bei dir. Sind wir bei mir angelangt? Ja. Ja, grundsätzlich, also ich will jetzt auch nicht von den Filmen anfangen, die wir für die Sendung heute oder wo wir heute noch besprechen werden, weil da habe ich ein bisschen was nachgeholt. Und auch nicht Oscar-Sachen habe ich mir jetzt nochmal angeschrieben. Ich will auch noch alles nachholen. Das meiste, was ich noch nicht geschaut habe, damit wir beim Oscars dann sein können. Ich habe ein bisschen Oldschool-Sachen nachgeholt in den letzten Wochen immer wieder. Ein bisschen so Sci-Fi und Horror. Und Wreck, das Original, habe ich mir nochmal angeguckt. Von 2007, den spanischen. Ja. Also, wer mit dem Film gar nicht vertraut ist, ne, ist quasi so ein bisschen auf Documentary-Style, Found Footage, ein bisschen angelegt. Geht um eine spanische Reporterin, die eigentlich nur eine dröge Reportage in einem in der Feuerwehrwache drehen will. Und dann gibt es einen Sondereinsatz. Und daraus entspinnt sich ein Zombie-Film. Und ich habe wieder gemerkt, ich fand ihn damals ganz cool. Ich finde ihn sehr gut. Heute muss ich sagen, gerade im Original war das so ein schön schlanker und präziser erzählter Film ist. Und durch die Handheld-Footage und alles habe ich ihn auch das erste Mal auf Spanisch dann gesehen mit Untertiteln, was dann auch mal Dios mio! Also, wenn die dann anfangen, kreuz und quer rumzuschreien, da gibt's ja immer noch einige Szenen, hatte ich auch schon längst verdrängt, wie das alles so teilweise, die eine Leiche, die dann von oben durchs Treppenhaus runterklatscht und die Szene aufbricht und so weiter. Wusste ich sehr zu schätzen, vor allem, weil der auch vergleichsweise eben kurz ist und das, was du heutzutage bei vielen Filmen hast, ob es jetzt Horror oder was anderes ist, dann dauert er mal seine 2 Stunden und nimmt sich da Zeit, um da Fahrt aufzunehmen. Und hier ist es, okay, das passiert, das passiert, das passiert und er hört dann nicht auf. Und auch sehr gutes Ende. Ja. Ich mag auch den zweiten Teil immer noch sehr gerne. Ja, will ich mir noch mal, den habe ich noch nicht gesehen, aber den habe ich jetzt auf der Liste mal drauf. Da gab es auch ein Remake, ne? Also ein amerikanisches? Quarantine. Ach, ja. Mit der Schwester von Dexter. Jennifer Carpenter. Schön, dass wir nicht Jennifer Carpenter sagen, sondern Schwester von Dexter. Ja gut, das war halt damals ihre ikonische Rolle. Ja. Ja, und es gibt ja noch viel mehr, ne? Da gibt es noch Wreck 3, Wreck Prequel oder so. Ich kenne 4 Filme. Den dritten noch und den Apocalypse, glaube ich, heißt der oder so, der auf einem Schiff spielt. Ich kenne nur die ersten 2. Irgendwie sowas. Ist es nicht eher so eine Sache wie bei Cube? Erster Film geil und dann muss man gucken, ob es funktioniert. Nee, also ich muss sagen, er setzt auch nahtlos daran. Die ersten beiden sind so direkt aufeinander erzählt, die setzen nahtlos an und der zweite schafft es halt, der Geschichte des ersten nochmal einen echt schönen Turn zu geben. So. Mhm. Der dritte, den finde ich am Anfang eigentlich ganz cool, weil der auch noch so ein bisschen wie Found Footage, glaube ich, daherkommt. Geht um eine Hochzeit am Anfang. Den kenne ich ja doch. Und das finde ich noch insofern ganz clever gemacht, weil man da halt so dieses Hochzeitsvideo sieht. Aber irgendwann, und das finde ich auch legitim, gibt es halt dann so eine Art Bruch oder ja, so eine Art Grenze. Dann siehst du, wie die Kamera halt runterfliegt und dann zieht halt das Bild auf und du bist halt von der Found Footage-Geschichte in einem richtigen Film drin. Mhm, okay. Und dann erfährst du halt ein bisschen mehr zu den Hintergründen dieses Ausbruchs. Du bekommst halt so ein bisschen was, du bekommst diese Geschichte von dem Hund so ein bisschen halt mit. Ja. Und das fand ich alles noch in Ordnung. Aber dieser vierte, der spielt dann auf so einem Schiff und da geht's dann halt irgendwie vollkommen. Wie so oft, wir wollen noch mal ein bisschen Geld rausholen, lass mal gucken, was wir noch für eine Geschichte dann drumherum schreiben können. Also Wreck 3 Genesis. Genesis. Und dann gibt's noch Wreck 4 Apocalypse.
Apokalypse, ja. Genesis bezieht sich aber nicht unbedingt auf die Entstehung des Dings, sondern halt auf die Bibel. Auf den Bibelabschnitt. Ja, also den ersten kann ich auf jeden Fall noch empfehlen. Quarantine auch schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen, aber ich glaube, da seid ihr wahrscheinlich mit dem Spanier besser beraten. Ja, der Spanier ist super. Also allein das Ende und dieses Vieh am Ende ist halt ist einfach fantastisch gemacht. Ja, die Hauptdarstellerin auch anscheinend, ich habe mir nachher noch ein bisschen durch Wikipedia durchgelesen, die war wohl auch hauptsächlich als Reporterin bekannt und dann ist sie damit eben dann auch richtig ein Schauspielerfach da. Manuela Velasco. Die wieder die Hauptrolle im vierten wohl spielt. Mhm. Den werde ich mir doch mal um den Zahn anschauen. Okay. Ja, du hast deine Aussage vorhin gehört, ne? Er hat keine Zeit für Ballast, ne? Ja. Gut. Und ansonsten habe ich nochmal versucht, Sardos mir anzugucken. Oh, den hab ich vor einiger Zeit auch nochmal angesehen. Ja. Der ist wirklich anstrengend. The gun is good, the penis is evil. Ja, der ist wirklich anstrengend. Stellt euch Sean Connery in einem roten Bondage-Anzug mit einer Waffe und einem Zopf vor, der im Sand steht. Und so geile Lederstiefel oder was auch. Mhm. Geiler Film. Und es geht um riesenfliegenden Steinkopf, in dem Mund sich Waffen befinden. Es ist ein Boorman-Film. Okay. Ja? Also da muss man, glaube ich, nicht mehr sagen. Hast du ein Glas? Nee, ich habe kein Glas. Okay. Dann müssen wir uns gleich nochmal umkümmern. Trink aus dem Stormtrooper. Gut, dann haben wir doch einfach die Gelegenheit, ich kümmere mich um ein Glas und wir zeigen jetzt hier mal eben schnell den Supercut mit den Filmen, die heute starten. So, gut, bevor wir auf das Kinoprogramm zu sprechen kommen, einmal schnell ein bisschen was anderes abgehakt, wo wir schon dabei sind. Stream it! Wir haben ein paar Streaming-Tipps, aber auf die werden wir nicht groß eingehen. Ich weiß nicht, können wir die anzeigen hier? Da. Black Panther ist jetzt auf Disney Plus gestartet, der zweite Teil kam recht schnell. Aber ich glaube, für unsere Trash-Liebhaber ist Ghost Rider mit Nicolas Cage. Also, den willst du wirklich empfehlen? Nö. Der erste, wirklich? Ja, weil das ist, das wirklich? Ist, ja, Gregor. Wirklich? Ja. Ich hab den tatsächlich vor ein paar Monaten gesehen. Und der ist scheiße. Der ist mega scheiße. Ja, aber das macht umso mehr Spaß. Nein! Der ist einer von diesen guten Trash. Oh Gott, jede Szene ist abgrundtief schlimm da drin. Ey, und das Geile ist, Nicolas Cage, das Geile ist ja, was ich jetzt erst realisiert habe. Der zweite, oder? Das wahrscheinlich. Was ich jetzt erst realisiert habe, ist, der Regisseur ist ja auch der gleiche, der auch Daredevil gemacht hat. Louis Leterie, oder? Nee. Wie heißt der Mann? Mark Steven Johnson. Gesundheit. Okay. Ja, das erklärt wahrscheinlich einiges. Nein, ich sag ja, der ist nur unter einem Trash-Auge zu. Meine Verwunderung nur, weil ich den endlich nachgeholt habe nach vielen Jahren und ich einfach darüber erstaunt war, wie, also wenn du so viele moderne Comicbuch-Verfilmungen gewöhnt bist und dann siehst du eben so einen Mid-2000er Trash. Ist da so eine große Diskrepanz bei der Darstellung der Figuren, beim Storytelling dabei? Aus welchem Jahr ist der? 2001? Später, ne? 2007? 2006 oder so? 2007. Echt? So spät kam der? Ich habe ja früher großer Fan der Ghost Rider Comics als Jugendlicher. Habe ich wirklich ganz viele gehabt. Das ist eine meiner absoluten Lieblings-Comic-Figuren. Ich fand die so cool. Und ich war so enttäuscht von dem Film, weil in meinem Kopf ist Ghost Rider halt einfach der krasseste Badass und so cool. Aber ich verstehe schon, dass es natürlich auch schwer umzusetzen ist in einem Kinofilm, weil alles an Ghost Rider eigentlich bescheuert ist. Er starrt den Leuten so lange in die Augen, bis sie Vergeltung spüren. Das ist natürlich auch irgendwie, wie willst du das
umsetzen. Oh, krass, ja, es ist alles so ein bisschen dann flammenden Kopf und Feuerreifen und diese Kette, die er hat, die er multifunktional einsetzen kann. Also, es ist ein bisschen wie Spawn. Ja, und Spawn fand ich auch immer als Comic geil, wobei da fand ich die Verfilmung besser als die Verfilmung. Also, das Verhältnis der Verfilmung von Spawn zu den Comics finde ich besser als das Verhältnis Ghost Rider zu den Comics. What? Ich hab Spawn auch lange nicht mehr geguckt. Guck dir Spawn mal an, Alter. Ich mochte den, ich hab den im Kino. Aber es sind ja High-Quality CGI heutzutage. Ja, ja, High-Quality. Das Erstaunliche ist ja, dass der Typ, der Spawn inszeniert hat, derjenige ist. J. Michael White. Nee, der hat ihn gespielt. Aber Michael J. White ist Michael der Darsteller, ja. Aber ich rede ja von dem Regisseur Mark Z oder ADP oder sowas. Mhm. Das ist einer der Effektspezialisten von Jurassic Park gewesen. Siehst du mal. Ja, ja, siehst du mal. Immer genau. Ist doch einer der Filme, die sehr früh dann CGI hatten, so voll. Ja, ja, also ich meine, deswegen, also ich sag mal so, eigentlich müsste man nach Ghost Rider nicht mehr irgendwie sich so groß darüber aufregen, weil wir hatten Spawn. Ja, aber da, ich habe jetzt nicht an Spawn gedacht. Ja, zum Glück. 10 Jahre dazwischen, ne? Ja. Ja. Ist er 96 Spawn oder so? Also wie, ich will euch den Spaß an Ghost Rider nicht abträglich machen. Ich war nur recht fassungslos eben, wie mies ich den fand. Ja, sogar einen zweiten, oder? Ja, ja, von den Jungs, die Crank gemacht haben. Der ist meiner Ansicht nach ein bisschen besser. Mit Idris Elba auch noch. Ich habe den immer noch nicht gesehen. Als Ghost Rider? Glaube ich gar nicht. Also Ghost Rider 2 finde ich ein bisschen besser als Dings, weil der halt wild ist. Ist immer noch Cage, oder? Ja, ja. Okay. Und Idris Elba, wie du gesagt hast. Okay. Okay, dann haben wir noch Call of Duty, der Film. Act of Valor. auf Amazon Prime. Dann haben wir für, ja, Freunde von Channing Tatum, Doc, das Glück auf 4 Pfoten. Er ist ehemaliger GI, muss mit einem ehemaligen GI-Hund durch die Gegend reisen, der leicht einen in der Klapse hat. Und hab den Trailer gesehen. Ey, oh. Also ich sag mal so, wenn man damit leben kann, dass, naja, meiner Ansicht nach nicht so sehr hinterfragt wird, warum der Hund da eigentlich so eine Krise hat, beziehungsweise irgendwie in eine tiefe Depression gestürzt ist, dann kann man sich diesen Film anschauen, dann sieht man hier die Freundschaft zwischen einem Mann und einem Hund. Und die ist sehr rührselig und gefühlig irgendwie in Szene gesetzt, mit schönen Landschaftsaufnahmen, ist ein Roadtrip. Und am Ende, ja, geht man mit einem guten Gefühl raus. Okay. Der ist schon okay. Ja. Der, ich war damals bei der LC im Kino, war ich hier auch. Ja? Deswegen haben wir da schon drüber gesprochen. Der ist schon okay, der ist ein bisschen Feelgood. Okay, aber auch ein bisschen vorhersehbar. Also da, wenn man den Trailer gesehen hat, glaube ich, weiß ich, was ich da erwarte. So. Dann muss ich den gucken für Magic Mike 3. Nein, nein. Magic Mike 3 werde ich am Freitag sehen oder ist morgen. Dann kann ich dir nochmal dann Bescheid geben. Oder heißt er mittlerweile Magic Michael, weil er erwachsen geworden ist? Nee, der ist anders, XXL, ne? Also. So, und dann haben wir nochmal Top Gun auf Sky, damit dann auch alle in den Genuss kommen. Was. Auf Sky. Ja, up to the Sky. Ja, so, das wären unsere Streaming-Angebote. Dann habe ich mir mal die Freiheit genommen und habe ein paar Heimkino-Tipps zusammengesammelt. Aber ich fand es einfach nur lustig. Der eine ist mehr ein Gag. Bullet Train Down habe ich auf Empfehlung von Etienne in unserem WhatsApp-Channel habe ich mal hinzugefügt. Es geht darum, dass man jetzt so eine Art Shinkansen in Amerika installiert hat. Und der kriegt plötzlich die Ansage, an Bord befindet sich eine Bombe. Und wenn der Zug, langsamer als 200 km/h fährt, dann geht diese Bombe hoch. Ich wollte gerade fragen, ist das wirklich Speed? Ja. Geil. Ey, aber ich würde alles Geld ausgeben, wenn ich Produzent dieses Films wäre, für ein Cameo von Keanu Reeves, der da als drin sitzt und sagt, not this shit again. Ja, aber weißt du, was ich mir überlegt habe? Theoretisch macht das mehr Sinn als Speed 2 mit einem Schiff. Klar, es ergibt keinerlei Sinn. Sie hätten Speed 2 mit einem Zug machen können. Es hätte viel mehr Potenzial gehabt als mit dem Scheißschiff. Aber dann hätte ja der Wortwitz Cruise Control nicht mehr funktioniert. Ja, verdammt nochmal. Das ist halt, die haben alles. Aber der hätte auch besser funktioniert, hätten sie Tom Cruise damit reingekriegt. Das ist auch das, ja. Da, Moment, wie ist der? Unstoppable gab es doch vor einigen Jahren. Ja, der war geil. Ja. Tony Scott. Genau, einer der letzten. Chris Pine und Denzel, ne? Ja, ja. Der ist gut. Den mag ich wirklich gerne. Ob der Bullet Train Down. Güterzügen da. Ja, genau. Ob Bullet Train Down. Ähnliches erreichen wird, wage ich zu bezweifeln. Ist das eine riesige Drohne da oben? Die muss ja kilometerweit groß sein, ne? Das ist so ein Hubschrauber wie aus Resident Evil. Okay. Auf jeden Fall. Ich finde es schon wieder krass, wie schnell die dann halt doch so ein Ding produziert haben. Es ist ein Asylum-Film. Es ist einer der Mockbuster, Planet Dune oder Moon Crash hieß, glaube ich, die Antwort auf Moonfall. Oh Gott. Und jetzt haben wir halt Bullet Train Down. Also die sind halt einfach fix. Die haben das ja auch perfektioniert. Ja. Das geht echt flott. Ja. So, und dann versuche ich euch mal vielleicht einen Geheimtipp an die Augen zu bringen. Der Beta-Test, die Versuchung, heißt auf Englisch einfach nur Beta-Test, ist der dritte Film von Jim Cummings. Das ist der Mann, der
Thunder Road gemacht hat. Der heißt hier der Chaos-Cop in Deutschland. Und der hat aber auch noch diesen Wolf of Snow Hollow gemacht. Und der hat auch eine sehr schöne Art und Weise, sag ich mal, Ernstes und Absurdes miteinander zu vermischen. Hier geht es um einen Hollywood-Agenten, der eigentlich glücklich verheiratet ist und dann aber halt eine Einladung zu einem Essen in seinem Briefkasten findet. Ganz diskret, ganz anonym, niemand wird was von erfahren. Und er denkt sich, oh ja, komm, geh ich mal hin. Und das führt halt zu einer Reihe von Entwicklungen und jede Menge Twists und Turns. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Tino schwärmt von ihm. Ich bin großer Fan von Jim Cummings. Wie gesagt, ich mag seine Filme bislang. Und der soll echt überraschend sein für so ein kleines Ding, was halt, naja, auf einem, also über Tiberius rauskommt und dadurch halt auch echt nicht die größte Aufmerksamkeit genießt. So. Das muss man einfach mal so festhalten. Und deswegen wollte ich mal ein bisschen Aufmerksamkeit auf den lenken. Weil ich könnte mir vorstellen, dass mir der Film auch gefällt. Ich habe ihn zu Hause schon, aber ich habe noch nicht gesehen. So, und dann haben wir noch ein paar Mediathekentipps. Was Klassisches. Oh. Und, ja, da haben wir auf allen, zum einen Ghost Dog, der Weg des Samurai. Jim Jarmusch schickt Forrest Whitaker als Profikiller, der streng nach einem Samurai-Kodex lebt. Ja, in diverse Mordaufträge, bis er dann selbst zur Zielscheibe gemacht wird, ist ein Remake von Der eiskalte Engel mit einem schönen Soundtrack von RZA. Ja. Habe ich als vielleicht den besten Jim Jarmusch abgespeichert. Es ist zumindest einer der zugänglichsten, würde ich vielleicht behaupten. Boah, wahrscheinlich auch das. Wie war das? Ja. Coffee and Cigarettes? War das Jim Jarmusch? Ja. Oder? Ja. Den mag ich. Deswegen, da war ich gerade so, ist der vielleicht ein bisschen mehr? Ist halt was ganz anderes deswegen. Aber Ghost Dog habe ich als sehr. Ich mag auch den Down by Law so, aber ich mag halt dieses Kammerspiel-Knast-Ding so. Also ja, das deswegen, auch. Stimmt. Ja. Aber Ghost Dog, ich finde den cool. Forrest Whitaker in der Rolle ist echt immer wieder cool und ja, hat schöne Bilder. Und den Codex, den mag ich halt auch. So, dann haben wir einen Klassiker, Lady Killers. Es gibt eine Bande von Verbrechern, möchte einen Überfall starten und muss sich zu diesem Zweck in ja, ein Haus einquartieren von zwei älteren Ladies und denen so halt vorgeben, sie wären, glaube ich, eine Musikertruppe. Ja. Es gab vor Jahren einmal ein Remake der Coen-Brüder mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Und das Original ist jetzt mit Peter Sellers unter anderem in der Arte-Mediathek erhältlich. Dann gibt's noch einen schönen Film, meiner Ansicht nach, aus Deutschland. Absolute Giganten in der ARD-Mediathek. Drei Jungs feiern so gesehen Abschied eine letzte Nacht zusammen, bevor der eine sich endgültig aus Hamburg verabschiedet. Und diese Nacht, ja, ist eine Nacht der Abenteuer. Es kommt zu mehreren Situationen, unter anderem beim Tischkickern und so weiter und so fort. Also ein sehr schöner Film von Sebastian Schipper in der Hauptrolle. Und hier kommen wir jetzt zum ersten Film von, oh, warte mal kurz, ich muss ihn einfach noch mal jetzt schnell nachlesen, den Namen, ich habe ihn vergessen, weil es ist einer dieser Männer, die einfach Filme machen und die einfach, ja, ihr Ding erfüllen, ihren Zweck erfüllen, ohne dass man eine besonders hervorstechende Handschrift an den Tag legt. Jean-François Richer hat Public Enemy Number One gemacht. Erster Teil heißt Mordinstinkt, zweiter Teil heißt Todestrieb. Hier geht es um Jacques Mesrine, einen Verbrecher, der sowohl Frankreich als auch Kanada in helle Aufregung versetzt hat. Einer der meistgesuchten Verbrecher seiner Zeit damals, hier gespielt von Vincent Cassel. Ja, und ja, hier wird halt der Aufstieg gezeigt, wie Mesrine vom Soldaten eben in eine kriminelle Organisation als Handlanger gekommen ist, dort Gefallen gefunden hat an eben dem Verbrechen und dann halt zu einem der meistgesuchten Verbrecher Frankreichs und Kanadas aufgestiegen ist. So, und da die Handschrift des Regisseurs kann man nicht erkennen. Kann man nicht erkennen, ist einfach ein solider ja, Aufstiegs, auf Verbrecheraufstiegsfilm von eben Herrn Richer in Szene gesetzt. Man merkt, man könnte jetzt irgendwie sagen, das hätten noch drei andere irgendwie inszenieren können. Handwerk. Ja, Handwerk. Genau. Und dieser Herr Richer hat dann auch einen Film inszeniert, der heute ins Kino kommt. Ich glaube, damit haben wir alles abgehakt, ne? Ja. Mhm. Aber kennt ihr die beiden? Den Public Enemy Number One? Nein, ich habe den ersten, glaube ich, mal gesehen, aber ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht. Ich mag die beide. Also vor allem Cassel. Cassel in der Hauptrolle ist halt auf jeden Fall einen Blick wert. So, ja, und was hat der Richer noch gemacht? Oder beziehungsweise, was macht er jetzt gerade? Er macht Plane. Flugzeug. Das ist der neue Film von, nee, mit Gerard Butler. In dem er einen, ja, Piloten mit militärischer Vergangenheit spielt, der
Und das fand ich ein bisschen komisch. Der muss eine Maschine mit 16 Leuten. 14, meine ich. 14? 14? Noch weniger. Mhm, ich meine 14 mal. Okay, 14 Passagiere sind an Bord. Die Cast darf nicht zu groß sein. Und die Maschine hebt trotzdem ab. Er ist am Neujahrsmorgen, ne? Genau. Das ist natürlich auch ein besonderer. Was muss der machen? Ich naja, der hat halt einfach. Er ist Pilot. Linienflugzeug. Ja, ein Linienflugzeug und seine Airline und seine Maschine fliegt jetzt 14 Passagiere und einen. Weil es zu wenig sind, dass die das Flugzeug nicht vollgekriegt haben. Genau, okay. Genau. Ja, ja, in der Zeit, wo Flugzeuge leer fliegen, damit sie ihre Lizenzen nicht verlieren, leben sie, glaube ich, auch für 14 Leute ab. Aber dafür sparen sie ja ordentlich an Sprit. Ja, stimmt. Mit der Flugroute, die. Und es könnte natürlich auch an diesem einen besonderen Passagier liegen, der keine Rolle mehr spielt. Luke Cage ist mit an Bord. Ein Schwerverbrecher, der hier überführt werden soll in ein anderes Gefängnis. Und klingt nach alles nach einem vernünftigen Plan, nach einem ruhigen Neujahrsmorgen. Aber dann kommt ein Unwetter und schlägt, oder ein Blitz schlägt in die Maschine ein, weshalb Gerard Butler gezwungen ist, auf einer kleinen Insel Not zu landen. Und ausgerechnet die Insel, wo Recht und Gesetz nicht gelten. Genau, wo noch eine, was ist das, eine Drogenjunta irgendwie vorherrscht und die halt in diesem Flugzeug eine Bedrohung sehen und jetzt halt Jagd auf die Passagiere machen und dann halt auch die Passagiere als Geisel nehmen, was Gerard Butler natürlich verhindern muss. Das kann nicht sein. Aber es ist. Es ist mein Schiff. Er ist verantwortlich für die Leute, er ist der Kapitän. Ja, richtig. I'm taking no shit. Aber was, also ich meine, jetzt mal ehrlich, der Film, meiner Ansicht nach, what you see is what you get. Und zieht das aber auch relativ schnell und konsequent und auch schnörkellos durch. Findest du? Ja, find schon. Also ich meine, ist Gerard Butler Ex-Marine irgendwas? Nee. Jetzt kommt's aber. Er ist gar nicht so der Held des Tages. Also er ist mehr so Mitläufer. Er lässt sich nichts gefallen, aber er würde es nicht schaffen, wenn er nicht Support bekommen würde. Genau. Also er kann nichts, hat eine große Fresse. Er kann schon was. Er kann ein bisschen was. Aber er ist nicht so der Überheld, der ein Steven Seagal zum Beispiel sein würde. Aber gerade das funktioniert für mich halt so gar nicht mehr, weil das ist, also, weil der Film inszeniert ihn natürlich als den krassen, das ist mein Schiff und meine Passagiere und ich muss sie beschützen, versucht aber gleichzeitig durchzuziehen, dass er ja der 0815-Guy ist und eigentlich der andere der krasse ist. Ja. Und dadurch gibt's aber so viele, keine Ahnung, wenn sie dann sehen, wie die Passagiere entführt werden und dann im Gebüsch sind und Gerard Butler, lass mich los, ich muss da jetzt hin und ich muss sie alle platt machen. Weißt du, und Luke Cage sagt, nein, was willst du denn nur machen? Das ist aber eigentlich okay in dem Punkt, würde ich sagen, weil es zeigt, wie Gerard Butler über sich hinauswächst. Brody irgendwas heißt er da, meine ich, oder? Ja, ich glaube schon. Captain Brody wächst über sich hinaus. Ja. Ja, und der mit militärischer Erfahrung, der Schwerverbrecher, der natürlich ein Herz aus Gold hat. Mike Coulter heißt der Darsteller. Ja, ja, genau. Ne, dass die als Eingreiftruppe in diesem wirklich super Schema F und in allem wieder abläuft, sich gegen diese Militärhunter dann auflehnen und die Geiselnahme beenden. Ey, dieser Film, also ich habe schallend losgelacht an vielen Stellen. Jetzt nicht so von wegen, dass der einfach wirklich super komisch oder auch zu unfreiwillig komisch ist. Das ist einfach alles so straightforward und Standard. Ne? Innerhalb von knapp 100 Minuten straff durcherzählt, nichts Besonderes passiert da. Es wird noch nicht mal gefragt, ob dieser Mike Coulter-Figur, ob Luke Cage, ob der wirklich schuldig ist oder ja, nicht. Ja, genau. Also ich hatte ein bisschen so Gespräche untereinander erwartet, oder dass denen ein bisschen mehr Tiefe verliehen wird, den Charakteren, außer was. Hast du schon mal einen Gerard Butler-Film geguckt? Ja, es ist das Ding. Aber macht doch immer wieder so ein paar Sachen auf. Wo so, das wird vielleicht nochmal relevant, wenn sie das Flugzeug zurückerobern zu zweit und dann diese beiden Terroristen noch da sind und dann siehst du halt, wie Gerard Butler beobachtet, wie er mit den beiden Terroristen in den Wald geht, dann hörst du einen Schuss und er kommt wieder raus, so, er hat sie halt umgelegt und so, okay, diese Dramatik, er bringt die Leute einfach um, wird das noch irgendwie relevant? Nö. Ja, ist einfach egal, wir zeigen das jetzt mal und deuten da so ein bisschen was an und wie brutal er ist und ob dann noch der Konflikt, nö, ist egal. Also es ist sehr. Ich meine, Gerard Butler, der macht ja sehr, sehr viel in der Ecke. Ne? Er und Russell Crowe würfeln wahrscheinlich aus, wer welche Rolle der übernehmen darf. Ja, Russell Crowe ist nicht mehr der ganz so. Ja, aber was war zuletzt, wo er die Road Rage hatte? Das war doch auch so vor einiger Zeit. Ja, der war auch so schön. Mit dem Auto durchgeknallt ist. Hieß er nicht Road Rage sogar? Wie auch immer. Ne? Also so diese alte Leute Actionfilme, wo Liam Neeson mittlerweile zu alt wird dafür. Gerard Butler kann sich immer drauf verlassen. Das ist eben so ein Standard-Schema-F-Film. Genau da passt der Name auch wirklich. Plane, Flugzeug. Ja. Ich meine, das Flugzeug hat auch mit am wenigsten zu tun, meines Erachtens, für die Geschichte, weil das Flugzeug ist da, um die zum Ort hinzubringen, wo dann
Wald-Action stattfindet, wie so einem Billo 80er-Jahre-Action-Film. Und das war's dann. Unhinged. Unhinged, ja. Boah, ja. War der schlimm. Ich meine, was hat Gerard Butler, was gab's dann? Der ja. Film, wo er der Gefangene war und super clever, wie ist ja, der? Above the Law, irgendwas? Steven Seagal. Law Abiding Citizens. Der wird immer bei sowas mitmachen. Oder die Punkt, Punkt, Punkt Has Fallen. Ja, auf, genau. Auf Gerard kannst du dich verlassen. Auch. Und der letzte Film von ihnen, den ich gesehen hatte, war Chase. Da musste er im Alleingang irgendwelche Hillbillies platt machen. Und da fand ich die Transition von ganz normaler Typ fährt im Auto und er rennt in so ein Hillbilly-Dorf und macht sie alle nieder. Fand ich ein bisschen zu weit auseinander. Hier fand ich eigentlich ganz gut, dass er mal halt einfach nur nebendran war und irgendwie mitgeballert hat, aber nicht irgendwie der Typ war, der halt vorneweg marschiert. Ja, aber ich fand es irgendwie so konstruiert, dass oh ja, da kommt diese Drogenjunta, diese Terroristen kommen an und das Wichtigste für sie ist natürlich, wer ist denn hier der Captain? Weil mit dem müssen wir reden. Ihr seid alle Geiseln, da sind 14 Leute, die nehmen die sowieso alle gefangen, aber sie müssen mit dem Captain verhandeln. Und der Captain ist mir so künstlich hochgeschraubt und so wichtig. Hörst du eine Militärhunter? Weißt du, was wichtig ist für die? Entschuldigung. Na? Aber dann auch die Dialoge bleiben vollkommen belanglos. Er versucht dann so, ja, ich will meine Leute nach Hause holen und dann wird dann auch, nein, die sind einfach nur böse. Es gibt keine Hintergrundgeschichte, was mit diesen Leuten da mit den Bösewichten los ist. Die sind einfach nur böse, die wollen nur die Leute umbringen. Matthias, ich glaube, du bist mit ein bisschen falschen Voraussetzungen. Nein, überhaupt nicht. Ich weiß ja, das ist ja, aber dafür fand ich dann, wirkt der Film so, als würde er ein bisschen Anspruch aufbauen wollen, weil er halt immer wieder so ein bisschen was durchblitzt. Und ich finde die Action auch nicht geil inszeniert. Also das Ende, okay, ja, aber ich finde, wenn er da mit seinem Kaliber 50 in die Autos reinballert. Ja, das Ende. Da ist dann schon wieder komplett drüber, das ist lustig so irgendwie. Aber ich fand dann die eine Prügelszene mit Gerard Butler da am Telefon, die fand ich richtig cool. Das war so eine schöne Plansequenz. Aber wie er da mit seinem Hammer dann in dieses Lager reingeht, ich fand das einfach so, das war auch nicht lustig inszeniert, das war so, okay, wir zeigen einfach mal krasse Brutalität. Und das fand ich, also mich hat's dann auch verloren. Er fühlte sich ein bisschen zu wenig durchdacht an den vielen Sachen, ja. Ne? Nicht ganz zu Ende. Wenn ich jetzt an sowas denke, kannst du nicht exakt damit vergleichen, aber Rambo 4, ne? Wo du auch irgendwie so Dschungel-Action oder sowas hast, der hat natürlich dann in gewissen Punkten schön ordentlich aufgedreht, gerade was die Gewalt dann auch angeht. Und hier fühlt es sich irgendwie so an, hier Ideen zusammengepackt und lass uns hauptsächlich von Punkt A bis Punkt Z kommen und das Ding landen endlich, damit dieser Film vorbei ist. Ja, aber das erinnert so schön an die 90er Jahre. Ja, ey, 90er, 80er würde ich fast schon eher sagen. Das ist so ein Steven Seagal-Ding gewesen, wäre sowas. Ne? Aber dafür ist so viel Ballast, der es nicht gebraucht hätte. Wenn du so ein 90er Jahre-Ding machen willst, dann lass doch die Tochter weg. So, warum ist da noch zwischendurch? Nein, seit Neeson brauchst du die Tochter und die Tochter muss den humanisieren, den Captain. Er hat einen Grund, wieder zurückzukehren zu seiner Tochter und seine Frau ist ja auch gestorben vor Jahren. Reicht, ich habe hier meine Familie. Und eine Erika Eleniak aus der Torte halbnackt springen lassen, kommt vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß daher. Ne? Also. Um mal so eine. Moment. Ich sage, du kannst es zu Zeiten von Alarmstufe Rot gehörte das obligatorisch dazu. Aber ich sage, heute wäre es verkehrt, wenn du halt anstatt der Tochter eine Stripperin oder sonst irgendwas da einbaust. Du lässt heute Erika Eleniak aus der Torte springen. Einfach im Zuge der Gleichberechtigung. Ja, okay. Die gleiche Schauspielerin wieder. Siehst du? Hey. Und schon hast du die Zielgruppe wieder verstört. Jetzt habe ich ihn verstört. Gut, ja, ey, come on, Planes. Es ist sehr lange her. Habt ihr in die Pamela Anderson-Doku mal reingeguckt? Nicht, nee. Ich habe den Anfang geguckt. Aber ist das, wo sie Tim Allen bezichtigt hat, glaube ich? Mit dem Huhu. No? Dass er wohl angeblich sein Wiener mal ihr gezeigt hat. Ja? Ja. Als er beim Dreh von Hör mal, wer da hämmert. Ja, soll er wohl stimmt, gemacht haben, soll ja, sie ja, geflasht ja, haben ja, oder so, ne? Ja, ja. Weil, soll was er war wohl der Grund? Irgendwie im Bademantel rumgestanden haben, sie ist vorbei und hat er wohl gemacht. Ja, genau, ich hab dich in den Zeitschriften nackt gesehen, jetzt siehst du mich auch mal nackt. Hat er wohl gesagt, ja. Angeblich, ne? Fair enough. Wenn es stimmt. Er behauptet, es stimmt nicht. Sie hat es aber in ihrer Biografie oder wie auch immer gesagt. Ich weiß nicht, ob die Doku darauf eingeht. Also bislang habe ich so viel habe ich noch nicht gesehen. Weißt du, die Bio von Tim Allen heißt ja auch Don't stand too close to a naked man. Also es klingt irgendwie glaubwürdig. Hm. Okay. Gut. Okay. Kommen wir mal. Ich habe es noch nicht geguckt. Ich auch noch nicht. Also wie gesagt, nur den Anfang und da ging es bislang noch nicht um das. Da ging es nur um so. Ich schreibe jetzt erstmal auf meine Watchlist: Ghost Rider, Spirit of Vengeance. Spirit of Vengeance. Ganz weit oben. Also ich weiß nicht. Du wirst den wahrscheinlich eher so wie Drive Angry betrachten. Also ich habe mir gerade den Trailer so ein bisschen angeguckt. Der ist schon ganz schön kacke.
Aber ich haben wir nicht gemeinsam? Was soll ich machen? Drive Angry haben wir gemeinsam im Kino gesehen. Ja, ja, und ja, da war ich, glaube ich, mit dabei. Da warst du auch dazu, genau. Du fandst ihn nicht gut. Oh mein Gott. Ich fand ihn okay. Also mir hat es Spaß gemacht. Er hat uns über mehrere Sitzreihen hinweg angeschrien. Was uns denn einfallen würde, genau, ihn hier mit in diesen Film zu nehmen. Genau. Das ist aber auch wirklich ein Drecksfilm, Alter. Ich kann es mir vorstellen. Ich erinnere mich nicht mehr an die Szene, irgendeine Szene in dem Film, aber ich erinnere mich an meine Wut, die ich hatte in diesem. Satanisten sind scheiße. Ich werde jetzt eine Erinnerung triggern oder so. Kannst du dich an die Sexszene erinnern, wo der angefangen hat, einen Shootout währenddessen zu machen? Nee. Na, da hat er doch mit dieser einen Frau da geschlafen und Amber währenddessen. Heard? Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Amber Heard war, aber auf jeden Fall hat er während des Aktes angefangen, mit Kanonen um sich zu ballern, weil die böse Wichte. Während sie noch weiter gemacht haben. Verwechselst du das nicht gerade mit Shoot 'em Up? Nee, ist das nicht Drive Angry? Das war doch so, ne? Da war was. Da war doch was, ne? Also bei ja, Shoot 'em Up. Ich muss mir Drive Angry nochmal angucken. Während sie auf ihm reitet, hat er. Ja, ja. Leute, oh mein Gott. Ah, cool. Dann werde ich ja nochmal einen Blick riskieren. So, kurz, ich möchte noch einen kleinen Nachtrag hier anbringen. Vielleicht, wenn ihr Glück habt, habt ihr noch die Möglichkeit, bei dem einen oder anderen Kino entweder Return to Seoul zu schauen. Der ist letzte Woche gestartet. Da geht es um eine junge Frau, die nach Südkorea zurückreist, um ihre Familie zu finden. Wird von vielen Preisverleihungen wurde der schon sehr abgefeiert und zu einem sehr sehenswerten Film erklärt. Ich habe keine Ahnung, wie er ist. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich wollte nur einmal darauf aufmerksam machen, weil wir letzte Woche keine, sag ich mal, Filmvorstellungen hier hatten. Und dann gibt es noch einen weiteren Oscar-Kandidat, vielleicht jetzt gerade noch im Kino. Der heißt Close und schildert die auf Deutsch Toiletten. Nicht Closet. Aber gut. Er heißt Frankreich. Close und handelt von eben zwei Jungen, die sehr eng miteinander sind und wirklich halt sehr, sehr enge Freunde sind. Aber als dann halt in der Klasse oder an der Schule gewisse, sag ich mal, Fragen aufkommen und, sag ich mal, gewisse Zuweisungen aufkommen, fängt der eine halt an, sich von dem anderen zu distanzieren. Und das arbeitet der Film wohl auf und stellt halt so die Frage, naja, was ist Freundschaft und wann, wo hört Freundschaft auf und was beginnt danach? So, ja. Freundschaft plus. Freundschaft plus zum Beispiel. Im Alter noch nicht. Aber. Oder noch mehr. Und ist der Regisseur hat auch diesen Girl gemacht, den wir auch schon hier besprochen hatten, wo sich der junge Mann zu einer radikalen Geschlechtsumwandlung entschließt. Den fand ich auch gut. Deswegen bin ich auf diesen Film auch gespannt. Lukas Dont heißt der Regisseur. Ja, wie gesagt, der Film ist für den besten ausländischen Film nominiert. Hat es in die Auswahl geschafft. So, und wo wir schon bei, sag ich mal, skandinavischen Filmen sind und skandinavischen Filme machen, heute kommt ein Film mit Tom Hanks ins Kino, der halt auf einem sowohl skandinavischen Buch als auch auf einem skandinavischen Film basiert. Der Film heißt hier Ein Mann namens Otto und basiert auf dem Buch oder dem Film Ein Mann namens Ove, falls ihr mal von dem gehört habt. Ja. Der ist doch schon. Der ist schon ein bisschen älter, ja. Ist schon ein bisschen, das ist ein Remake davon. Das ist ein Remake davon. Produziert unter anderem von Tom Hanks und seiner Frau. Hat irgendwie auch jetzt weltweit schon einiges eingespielt. 70 Millionen habe ich gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der viel gekostet hat. Und hier geht's halt, in dem Film geht's halt jetzt hier um Otto. Otto lebt da in seiner Siedlung, durch die kein Auto fahren darf. Er ist da irgendwie so eine Art Vorstand oder Aufpasser, kontrolliert alles, Mülltrennung, ob die Garagen abgeschlossen sind, dass die Autos halt eben nicht durchfahren und so weiter. Und so fort. Ja, genau. Er ist halt ein richtiger Pedant und ein Nörgler und so der richtige typische grumpy old fella, der aber, naja, das ist Bestandteil der Geschichte. Seine Frau ist gestorben und deswegen sieht er auch nicht mehr wirklich einen Sinn darin, weiterzuleben. Er möchte eigentlich dann jetzt bei seiner Frau sein. Aber sein Suizid wird halt dadurch verhindert, dass eine neue Familie in die Nachbarschaft einzieht. Und die sind so chaotisch und irgendwie so, ja, so durcheinander, dass Otto halt so erstmal seine Suizidpläne auf Eis oder an die Seite schiebt und dann halt den beiden irgendwie so ein bisschen behilflich ist. Und dann halt auch von der Frau immer weiter halt aufgebrochen wird und so und halt so ein bisschen neuen Lebensmut fasst. He's needed again. Ja, he's needed again, beziehungsweise er hat irgendwie neuen Purpose, also neuen Sinn in seinem oder neue Aufgabe in seinem Leben entdeckt. Und ja, ist ein wohlfühliger Film, ist ein Film, der sehr viel ausformuliert, was die Vorlage nicht ausformuliert hat
und der auch Gefühle nochmal irgendwie ein bisschen erklären möchte an manchen Stellen, die die Vorlage auch nicht erklärt hat. Und naja, es ist halt, es ist ein positiver Film, es ist ein schöner Film. Tom Hanks macht das eigentlich ganz gut. Ich kann dem Film jetzt nicht unbedingt böse sein. Ich habe halt aber auch das Original gesehen und das gefällt mir halt deutlich besser. Okay. Ja, weil das Original ist halt auch an vielen Stellen so viel böser und hat auch, also hinterlässt mehr Reibung mit der Figur. Also Tom Hanks, der wirkt halt einfach, als hätte er einen schlechten Tag und nicht, als wäre er halt wirklich der Grießkram und Pedant schlechthin so. Es ist ja auch einfach fucking schwierig, Tom Hanks als einen Unsympathen zu inszenieren, weil Tom Hanks einfach der sympathischste Mensch in Hollywood ist. Aber ich würde Tom Hanks zutrauen, vom Schauspielertalent her. Ja. Aber der hat gefordert wird. Aber wann hat er es denn mal wirklich ernsthaft versucht und so wirklich das fies also rüberzukommen? Außer mal vielleicht in Cloud Atlas, aber das lasse ich da auch nicht so ganz zählen. Ja, das ist aber wirklich Konkurrenz. Guter Punkt. Ja, fällt mir auch gerade. Ja, wer hat den jetzt inszeniert? Den Film? Ja. Mark Foster. Mark Foster. Oh. Der Regisseur von Quantum Trost, oh. Wenn Träume fliegen, ja. Stay, den ich ganz gut fand. Monster Ball, also. Also, ich habe den noch nicht gesehen. Interesse hatte ich schon. Ich meine, Tom Hanks, so gucken, du kannst ja in den meisten Fällen wirklich was Gutes bei rausbekommen. Ich habe den Eindruck so ein bisschen, der kriegt jetzt die Rollen, die vor 20 Jahren, das wäre so Jack Nicholson, ne? So die alten Grießkram-Rollen, ne? Wo man gucken kann, wo wir so einen Jack Nicholson besetzen können. Das jetzt kommt Tom Hanks in die Phase. Es gibt nicht mehr so viele Rollen, wo du als so alter Mann, das sind ja fast immer irgendwie die Klischees, der alte Old Grumpy Man ist so eine Sache. Kannst vielleicht noch Mafia-Boss spielen, aber er spielt ja keine. Ja. Ich würde aber jetzt, wo ich sage, ich komme gar nicht mehr, kann gar nicht mehr an was anderes denken. Ich würde gerne mal Tom Hanks in einer anderen Rolle sehen. So richtig. Böse, ne? Ja. Das wäre mal so ein Auftrag für Quentin Tarantino, der einfach mal Tom Hanks castet als so ein richtiges Super-Arschloch. Das ist eine Kombi, die ich mir null vorstellen kann. Ja, und dann würde man vielleicht wirklich mal sehen, ob er so gut acten kann, weil er kann halt auch immer nur Tom Hanks acten, habe ich das Gefühl. Das macht er gut. Ich mag Tom Hanks. Es ist kein Front, aber es ist schon, seine Schauspielkarriere ist schon ein bisschen eindimensional. Ich weiß, was du meinst, aber irgendwie, also weil man kennt ja solche Schauspieler, gibt es ja genügend. Tom Hanks würde ich aber mehr zutrauen, ja, ehrlich gesagt. Also es gibt andere, wo ich sage, wo ich es gedacht hätte, wo man auch meint, so, die haben Rollen gespielt, wo sie was anderes oder mehr hätten zeigen können und sie haben es nicht. So, Christoph Waltz zum Beispiel spielt immer Christoph Waltz, da habe ich noch nie was anderes gesehen und der kriegt dann Rollen wie bei, was war es hier, Battle Angel Alita. Das passt dann halt auch gar nicht mehr, weil er nichts anderes da reinbringt, sondern weiterhin Christoph Waltz spielt. Tom Hanks hingegen hätte ich irgendwie das Gefühl, ich glaube, der kann das. Ja. Der wird dafür jetzt gerade nicht gecastet und vielleicht hat er auch gar nicht das Interesse daran oder so, aber ich könnte es mir gut vorstellen, deswegen, da würde ich es gerne mal sehen. Road to Perdition wird auch immer gern genannt, wenn es darum geht, dass Tom Hanks mal irgendwie in einen fieseren, aber jetzt mal ehrlich, der bringt seinen Sohn in Sicherheit und keine Ahnung und tritt da so gesehen auch irgendwie für die, weiß ich nicht, für die ehrbareren Sachen oder Dinge oder Themen. So, ah ja, aber das ist auf der Badass-Skala seiner Filme, oder ist es schon, da ist er schon der Böseste. Da ist es ja wirklich. Er schießt mal jemand. Ja, genau, da ist er schon der Böseste. Aber er ist letztendlich, hast du dann Daniel Craig, der noch irgendwie irre ist und ein paar andere Leute. Hier Jude Law ist, glaube ich, auch mit dabei, der deutlich böser rüberkommt. So. Also selbst unter den Bad Guys ist Tom Hanks immer noch der Gute. So, weißt du? Also ja. So die Chance wahrscheinlich wirklich in den 90ern, nachdem er mit Philadelphia den Wechsel gemacht hat, von Comedy-Typ zu ernsthaften Rollen und Schauspieltalent mal richtig zeigen. Aber natürlich als Leading Man hat er nicht richtig die Bösewicht-Rolle, die sich dann draufschreiben lassen. Und ich weiß nicht, ob du heute da rauskommen. Ganz, ich würde es ihm auch, wie du gesagt hast, ich würde es ihm zutrauen auf jeden Fall, aber da muss wohl jemand kommen, der auch sich traut, nicht Tom Hanks zu nehmen. Ja. Ne? Und Tom Hanks muss halt Lust drauf haben, das weiß ich halt auch nicht. Wenn der natürlich, ich meine, das ist ein gutes Image, der macht da gut, der ist ein Sunny Guy, jeder liebt ihn, also warum soll er es riskieren, so ungefähr einen krassen potenziellen Flop so sich wirklich zu fordern. So, vielleicht ist er aus dem Alter. Aber was riskiert er denn heutzutage auch noch? Er hat doch schon alles an Geld, alles an Erfolgen, alles an Rollen gespielt. Kann auch mal sagen, jetzt lassen wir mal die Arschgeige sein. Ja, zumindest mal so ein, ja. Er muss ja nicht gleich einen Massenmörder spielen, aber es würde mir ja schon reichen, wenn er so Wolf of Wall Street, irgendeinen schleimigen, geldgeilen, sexgeilen, irgendwie mal sowas. So ein bisschen irgendwie nicht immer der. Tom Hanks ist Weinstein. Wollte er ja mit Fegefeuer der Eitelkeiten.
Bonfire of Vanities, aber das hat ja auch nicht geklappt, weil er da auch viel zu nett war. Ja, aber das waren noch hier Comedy-Zeiten, oder? Ja, das war jetzt noch. Mein Antagonist, er hat auch bei Catch Me If You Can, war er auch der Antagonist, aber er ist halt der. Ja, der ist ja die Vaterfigur. Ja, halt die. Auch, ja, da ist er aber ja, also, halt auch die Vaterfigur für Leonardo DiCaprio, so, ne? Also nicht der eigentliche Vater, sondern. Ja. Gut. Aber wo wir schon mal davon sprechen, in andere Häute zu schlüpfen, kommt jetzt noch ein deutscher Film daher, wo ich gedacht habe, ach, guck mal, ist thematisch schon interessant, darstellerisch, beziehungsweise so wie die Ausführung ist, kann man sich drüber streiten. Ja. Der Film heißt Aus meiner Haut, stammt von einem Oscar-Gewinner, einem Studenten-Oscar-Gewinner namens Alexander Schad. Das ist der Bruder von Dimitri Schad, den man als Mitbewohner von dem Känguru aus die Känguru-Chroniken kennt. Und der spielt dann auch in diesem Film mit. Aber er spielt nicht die Hauptrolle. Es geht hier um ein Paar, gespielt, oder beziehungsweise den Namen Leila und Tristan. Die fahren auf eine Insel und dort auf der Insel sind sie wirklich in der Lage, in einen anderen Körper zu schlüpfen. Und ihnen wird ein anderes Paar, ein jüngeres Ehepaar, zugelost. Und mit dem tauschen sie halt dann einfach die Körper. Wie das passiert, wird nicht gesagt oder großartig gezeigt. Die gehen einfach in diesen Zylinder da rein und dann siehst du schon, wie sie halt danach im neuen Körper stecken und halt sich an diesen Körper gewöhnen müssen und ja, ihre ersten Erfahrungen damit machen. Und während Tristan im neuen Körper oder in dem Körper von Mo, in den er halt gewechselt ist, nicht so wirklich zurechtkommt, ist Leila, geht die richtig auf in dem Körper von Fabienne, der ihr dann halt gegeben worden ist. Und es kommt zu gewissen Verwicklungen und Irrungen und Wirrungen und auch Streitigkeiten und ja, das alles verhandelt der Film. Und darstellerisch, wie gesagt, oder halt so, auch wie er inszeniert ist, war das jetzt halt nicht unbedingt, fand ich sehr, sehr auffallend oder sehr stark, aber ich mag die Themen, die da drin sind. Also ich finde die Ideen, die dahinter sind, die finde ich halt echt gut, weil die Frage ist halt, verliebst du dich in den Geist oder verliebst du dich in den Körper? Zum Beispiel einer Person. Ja. Und ist es wichtig, welcher Körper? Fall in den Geist. Ja? Und jetzt die Frage, würdest du mit deiner Frau schlafen, wenn du weißt, ihre Persönlichkeit steckt in einem Männerkörper? Ich habe auf Letterboxd fand ich eine Kritik, fand ich ganz gut. Jemand hat die Frage genommen, würdest du lieber mit dem Geist deiner Mutter in dem Körper deiner Freundin schlafen oder mit dem Geist deiner Freundin im Körper deiner Mutter? Hat das Konzept genommen und hat einen Film draus gemacht. Das ist halt das. Deswegen, die Themen finde ich auch mega und deswegen habe ich, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, ach, das könnte ja richtig was sein, weil es so cool und Identität, was ist das, wo fängt's an, worin verliebst du dich wirklich? Aber ich finde, der Film bleibt halt hinter all diesen Fragen schon ein bisschen zurück. Der traut sich zu wenig, der geht da nicht zu tief rein. Er zeigt halt wirklich irgendwie, er fixiert sich sehr auf die Beziehung zwischen diesen zwei Personen und geht gar nicht an die größeren Themen ran. Erzählt dann aber auch die Geschichte zwischen diesen zwei Personen zu wenig, als dass es irgendwie wirklich dramatisch zum Mitfühlen ist. Also da gibt's eine Situation, da fragt Tristan Leila von wegen, aber bist du denn wirklich so unglücklich, weil sie halt sich halt in ihrem eigenen Körper halt wirklich offensichtlich einfach nicht wohlfühlt und aber halt in diesen anderen Körpern, die sie im Laufe des Films irgendwie annimmt, total aufgeht. So. Und irgendwann fragt sie halt Tristan, bist du denn wirklich so unglücklich? Und dann daraufhin sagt sie, ist das eine ernst gemeinte Frage? So, und dann dachte ich, das finde ich aber jetzt schon ein bisschen blöd, allein nur damit zu begegnen oder dem Zuschauer quasi nur das hinzugeben, weil ich weiß davon nichts. Ich weiß, wenn überhaupt, dass sie mal im Film irgendwann sagt, ja, sie fühlt sich halt so lebenslustlos und mehr kommt dabei nicht rum. Und das ist halt dann ein bisschen schade. Ja, also es ist irgendwie so ein bisschen weird, weil du kriegst immer wieder was von ihrer Vergangenheit mit, so, also ich meine direkt am Anfang steht sie im Bad und du siehst die Narben an ihrem Arm und so, also du siehst halt direkt, da ist Geschichte. Sie sagt am Anfang, ja, ich mache gerade eine Auszeit, ich habe seit 6 Monaten nicht gearbeitet, weil ich halt nicht klarkomme, so, war schwierige Zeit, also du merkst, da ist viel, da steckt was dahinter und dann ist ihr Freund, mit dem sie, man weiß nicht, wie lange schon zusammen ist, der ihr dann die Frage stellt, so, ach, bist du wirklich so unglücklich? So, wie lange sind die zusammen? Und dann, da finde ich halt, da ist die Diskrepanz so irgendwie, du musst dem Zuschauer das vermitteln, aber gleichzeitig
hast du das Gefühl, das muss ihrem Freund beigebracht werden, dass sie es schon längst wissen. So und da und wenn die Dialoge dann so anfangen und dann die Dialoge, da bleibt so viel, da bleibt so viel liegen. Da ist so viel, wo du sagst, ja, fangt doch, warum fangt ihr da jetzt an, solche Gespräche zu führen? Genauso wie dann halt, dass ich meine, die gehen dahin, die wissen, sie werden Körper tauschen. Aber erst nachdem sie Körper getauscht haben und dann zusammen im Bett liegen, dann kommt ihnen die Idee, doch mal darüber zu reden, was es heißt, jetzt mit einem Männerkörper vielleicht Sex zu haben. Das, also ist das nicht eine der ersten Fragen, die dir auch irgendwie in den Kopf kommt? So, wir gehen jetzt dahin, wir tauschen die Körper, wir sind in neuen Pärchen. Wie gehen wir damit um, dass wir in anderen Körpern sind? Hm. Aber dieses Gespräch wird erst geführt, nachdem sie schon 2, 3 Tage im neuen Körper sind. Dann so, ach, wollen wir da nicht mal drüber reden? Und da denke ich mir halt so, ey, das ist doch die erste Frage, die du dir stellst, wenn du diesen Trailer vom Film gesehen hast. Und nach einer halben Stunde kommen sie da auf der anderen Seite darüber zu reden. Auf der anderen Seite natürlich, ne? Ich kann natürlich auch schon versuchen, nachzufühlen, wie es ist, du findest dich plötzlich in einem anderen neuen Körper wieder. Dann hast du natürlich wahrscheinlich auch erstmal andere Gedanken. Klar. Ja. So. Aber ich gebe dir recht. Wie gesagt, vieles, was da auch teilweise angesprochen wird, auch dieser von Dimitri Schad gespielte Mo, der dann irgendwie sagt, oh ja, wenn du 8 Jahre mit deiner Frau verheiratet bist, dann wird es einfach schwierig, irgendwie noch Lust füreinander zu empfinden. Wo ich mir denke, ey, Alter, come on, ja, bitte, ey, das kannst du erzählen, wenn du 50 Jahre mit deiner Frau zusammen bist, aber nach 8 Jahren, das nehme ich dir nicht ab. Und das ist, da bleiben die, gerade die Nebenfiguren, so Mo und so weiter, die bleiben so eindimensional, das bleibt dann so auf diesem einen, das ist das Gimmick, das ist der Typ, der ein bisschen drüber ist und mit seiner Ehe nicht mehr zufrieden ist und eigentlich die ganze Zeit nur pimpern will, bleibt er den ganzen Film über. Ja. Dann, so, dann siehst du aber so eine Karaoke-Szene, wo du denkst, das passt dann aber auch wieder nicht zu ihm. Also da ist so viel, naja, das ist also nicht so hundertprozentig zusammengereiht. Ich verstehe schon, dass die Figur bei dieser Karaoke-Szene zum Beispiel ein bisschen mehr ergründet oder ein bisschen mehr Tiefe bekommen soll. Das ist mir auch bewusst und das sehe ich auch und das verstehe ich. Genau. Und das ist cool, aber ja, es ist halt die Frage, was du beabsichtigst und was davon irgendwie beim Zuschauer halt ankommt. Und ich muss auch sagen, da ist eine Menge meiner Ansicht nach außen vor gelassen oder wurde dem Zuschauer nicht ausreichend erklärt. Ich muss aber auch nicht alles ausreichend erklärt. Ich mag dann doch irgendwo diese ein bisschen leicht Black Mirror-Atmosphäre, die da auf der Insel herrscht. Also die ist halt natürlich dann deutsch geprägt oder halt mit einem richtig deutschen Einschlag. Ja. Aber trotzdem, als Kinofilm so fand ich das jetzt auch in Ordnung. Der geht auch, was geht der, 100 Minuten? 100 Minuten, ja. Ja. Wie gesagt, da stecken spannende Ideen drin. Schauspielerisch gibt's Hit und Miss. Also manche Figuren fand ich wirklich gut gespielt, manche fand ich eher ein bisschen übertrieben. Auch Jonas Dassler, der hier den Honka gespielt hat bei Der goldene Handschuh, der spielt den Schüchternen eigentlich ganz in Ordnung so. Aber wenn er dann halt eben den Impulsiven, den Aufbrausenden spielen soll, dann übertreibt er meiner Ansicht nach einen Tick zu viel. Ja. Aber ich find's trotzdem gut. Das ist mal deutsches Kino, was ein bisschen was anderes ist. Und sich ein bisschen aus den, sag ich mal, normalen Dramen herauswagt. Stimmt schon. Jetzt ein bisschen mehr. Ich find's auch gut, dass es halt nicht, also es wird nicht zu viel erklärt, so auch diese, hast ja auch gerne mal, dass der Prozess dann noch erklärt werden muss oder so. So, dass sie sowas auch außen vor lassen, finde ich auch gut. So, es muss nicht erklärt werden, wie sie jetzt die Möglichkeiten übertragen soll. Das spielt ja gar nicht so. Aber irgendwie hätte ich hätte mir schon gewünscht, dass wir noch so einen Schritt weiter gehen oder so 2 Schritte weiter. So, auch dass es wird ja suggeriert, es wird ja immer so schön eingeblendet, wer jetzt gerade in welchem Körper ist. So, aber da dachte ich so, okay, es wird anscheinend noch so kompliziert, dass sie mir das immer wieder einblenden müssen. Aber ganz ehrlich, kannst du auch so folgen. Also, das wird nicht so, ich dachte, es wird noch weitergehen. So, die würden die Thematiken noch ein bisschen mehr erkunden. Ja, oder vielleicht noch den einen oder anderen Twist mit rein, ne? Sowas, ne? Aber ja. Gut, aber für, sag ich mal, eine derartige Spurensuche gibt's ja vielleicht den Film der Woche, meiner Ansicht nach. Das ist nämlich der neue Film von Park Chan-wook oder Chan-wook Park, Die Frau im Nebel, aka Decision to Leave. Und das ist ein Film, über den, glaube ich, auch, da sollten wir inhaltlich vielleicht ein bisschen so kryptisch wie möglich bleiben. Es geht im Prinzip um einen Polizisten, einen verheirateten Polizisten, der wird zu einer vermeintlichen Unfallstelle hinzugerufen. Ein Bergsteiger ist von einem Berg abgestürzt und er soll jetzt ermitteln, ob das wirklich ein Unfall war oder vielleicht doch was anderes. Und seine Spur führt ihn auf die Frau des Bergsteigers, eine Chinesin, die als Krankenpflegerin arbeitet und, naja, so nach und nach ins Visier des Polizisten oder beziehungsweise in den verdächtigen Kreis des Polizisten gerät. Allerdings scheint er auch ein doch gesteigertes Interesse an ihr zu haben. Also die Frau fasziniert ihn auf irgendeine Art und Weise
Und das führt zu allerlei Komplikationen, die aber längst nicht erledigt sind nach Hälfte des Films, sondern dann halt einfach auch nochmal ganz neue Wege gehen. Und ich glaube, so viel kann man sagen, mehr sollte man vielleicht nicht erwähnen. Es ist kein klassischer Whodunit-Film oder kein klassischer Ermittlungsfilm, meiner Ansicht nach. Es ist eine Romanze, eine Liebesgeschichte, eingebettet in einen Kriminalfall. Oder vielleicht sogar in zwei Kriminalfälle. Mhm. Und für mich gehört dieser Film, da bin ich einfach ein Sucker, da muss ich es einfach so sagen, für mich gehört er zu einem der besten Filme, die ich letztes Jahr gesehen habe, weil Park Chan-wook meiner Ansicht nach es schafft, eine doch eher altbekannte Geschichte, die wir schon von Hitchcock und was weiß ich her kennen, so stilvoll und inszenatorisch großartig zu verkleiden, dass da fast jedes Bild eine Bedeutung hat oder zumindest eine Aussage tätigen kann. Und ich am Ende da saß und erst dachte, okay, das war's. Und dann dann aber halt so festgestellt habe, wie der Film mich dann auf eine gewisse unterschwellige Art und Weise immer noch ein Stück begleitet hat. Also ich musste noch echt lange über diesen Film nachdenken und deswegen hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Aber wir haben diesen Film auch auf Koreanisch gesehen mit Untertiteln und deswegen kann ich verstehen, wenn es ein bisschen schwierig war, alles da irgendwie mitzuschneiden. Ihr seht es anders. Ich versuche es an euren Gesichtern abzulesen. Ich bin, also ich hatte auch Probleme mit den Untertiteln. Die waren leider hier und da. Also dadurch, dass es natürlich auch noch diese Sprachbarriere auch in der Story gibt, ja, stimmt. War es hier und da echt schwierig zu folgen, weil die Untertitel echt sehr schnell waren und teilweise auch so Schreibfehler drin hatten und so. Dadurch war es so ein bisschen, okay, ich muss nochmal nachdenken, was stand da gerade? Ach, das wollten sie wahrscheinlich, okay, das hat er wahrscheinlich gerade gesagt. So, dadurch kommst du nicht so hundertprozentig rein. Dadurch kannst du nicht einfach nur genießen. Inszenatorisch bin ich bei dir. Also ich fand, da sind schöne Bilder bei. Ich fand auch so Kniffe, dass wenn er beobachtet, dann mit in der Szenerie sitzt und dann aus der Nähe beobachtet zum Beispiel sowas. Das fand ich echt schön. Also da waren echt sehr schön filmisch gesehen, fand ich den auch cool. Von der Story her gab es halt so ein paar Sachen, also die ich nicht so ganz nachvollziehen konnte teilweise. So, warum er jetzt so, warum sie überhaupt so verdächtigt wurde am Anfang zum Beispiel, ist so ein Punkt. Dann auch das Ganze, wir wollen ja nicht spoilern, deswegen das Ende, dachte ich auch so, das ist jetzt so gefühlt ein bisschen unmotiviert, was am Ende passiert. Für mich, mein Empfinden. Und wie du schon sagst, die Story haben wir schon ein paar Mal gesehen. Dadurch war es jetzt so, ist schön inszeniert, ist jetzt für mich aber auch kein Highlight so von dem bester Film des letzten Jahres oder sowas. Also, hat schon Spaß gemacht zu gucken, aber war ein bisschen anstrengend. Ich tue mich schwer mit einem Urteil, weil ich habe auch die koreanische Originalversion mit den Untertiteln gesehen und ich musste teilweise pausieren, weil die Untertitel so schnell weggehen und der Film geht eh schon 2 Stunden 15 Minuten. Das heißt, ich habe daraus einen 3,5-Stunden-Film gemacht teilweise. und der Film... Also ich bin großer Park Chan-wook-Fan, weißt ja auch, ich glaube, ich mag auch eigentlich, also Thirst habe ich, glaube ich, noch nie geguckt, da bin ich mir nicht sicher. Ich mag ansonsten eigentlich alles, was ich von ihm gesehen habe. Mit Oldboy als einer meiner Top-5-Filme of all time, den ich wirklich über alles liebe. Ich finde, das war der schwächste, den ich bislang gesehen habe. Kann vielleicht auch geschuldet sein, dass ich nicht so richtig alles verstanden habe, weil ich wirklich teilweise Schwierigkeit hatte, den Dialogen zu folgen. Die Geschichte ist ja auch so ein bisschen verschachtelt und Perspektiven springen und weiß ich nicht was. Und sie ist Chinesin, die schlechtes Koreanisch spricht. Da weiß man auch nicht, inwiefern das dann auf die Untertitel noch eingespielt hat. Aber so von dem, was ich mitgekriegt habe, ist jetzt auch nicht die ultra komplexeste Story, ne? Aber ich hab am Ende nicht so richtig, es hat nie so richtig Klick gemacht, so, zum einen. Zum anderen gab es in meiner, also der Film plätschert so ein bisschen dahin. Es gab so nie so wirklich irgendwelche Highlights oder richtig krasse emotionale Szenen oder irgendwie so, was wofür Park Chan-wook eigentlich dann auch, finde ich, bekannt ist. Es war irgendwie so alles ein bisschen underwhelming. Ich fand auch teilweise so einen ganz fiesen digitalen Look hatte der mit so ein paar komischen CGI-Effekten. Also auch von da. Es gab ein paar coole Kamerafahrten und Übergänge und so, die waren ganz clever, die haben mir auch gefallen. Ich weiß auch, was du meinst, dass da irgendwie was hängen bleibt. Das habe ich tatsächlich auch, weil die Schauspieler toll waren. Und einfach, weil der Film vielleicht auch in der Ruhe, da sind ganz viele Szenen, wo dann
die einfach nur in der Küche sind und kochen und reden und ganz viel so auch Akustik vom Raum und von, also da sehr viel Atmosphäre kreiert wird, die einen irgendwie auch einnimmt. Der Film war auch nicht unbedingt langweilig, auch wenn er keine richtigen Highlights hatte. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das. Aber er hat mir, ich muss ihn noch mal, ich würde ihn wirklich gerne noch mal auf Deutsch sehen. Ich hatte manchmal so ein bisschen so Basic Instinct Flashes, lustig, dass der, den wir vorhin gesehen haben und vielleicht noch drüber reden, weil so dieser Klassiker, ist die Frau, in die ich verliebt bin, vielleicht böse oder nicht und kann ich ihr trauen oder nicht? Dieses Thema ist natürlich, hast du ja auch gesagt, ist jetzt nicht komplett neu, aber ist natürlich immer wieder spannend und man fragt halt auch immer, ist das Zufall oder hat sie den Eispickel an der Seite so, ne? Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass der, dass ich ja jetzt direkt Bock hätte, den nochmal zu sehen. So. Ja, ich höre gerade gespannt euren Ausführungen zu. Ich habe noch nicht die Gelegenheit gehabt, den zu gucken, aber war auch ein bisschen abgeschreckt davon, tatsächlich wegen der Untertitelgeschichte. Normalerweise O-Ton immer ganz gut, aber gerade bei sowas, wo man sehr aufmerksam zuschauen muss und dich auch in so ein Mysterium dann reingeben muss, ich glaube, ich warte auch nochmal dann auf eine deutsche Synchro, bis er da ist. Ihr habt es gesagt, also dieses grundlegende Ding, Detektiv, hat potenziell Gefühle für Opfer, Schrägstrich, potenziell Täter oder sowas. Wenn das das zentrale Element von so einem Film ist, muss das aber auch sehr gut herausgearbeitet sein. Und wenn nicht, dann noch andere Geschichten rumkommen, wo das Mystery sich so drumherum dreht. Und wenn das für mich funktioniert, dann muss ich mal gucken, wenn der so weit ist. Du findest ihn ja sehr, sehr gut. Ich finde ihn wirklich sehr gut. No? Weil ich aber auch zum Beispiel, ich bin sehr überzeugt von fließend Koreanisch spreche, das muss man jetzt sagen. Das kommt dazu. aber die Darstellerin, die Tang Wei, diese Sore, die hier in dem Film die Sore spielt, ich fand die echt klasse. Ich fand die echt klasse, ja. Weil das ist nicht so die typische Femme Fatale. Es ist aber auch nicht das Gegenstück, was man im Film auch als Femme Fragile bezeichnet. So, sondern die ist irgendwo, ist die was völlig Eigenes. Und nicht so unterwürfig, wie man es oft aus asiatischen Filmen kennt. Genau. Ja. Das zum einen, die hat eine, und das ist halt auch was mir so gefällt an dem Film, wenn man mal drauf achtet, und es ist natürlich auch die Frage, ob man dafür, sag ich mal, A, die Zeit hat, wenn man Untertitel liest, B, halt das auch macht, wenn man halt diese ganzen Bilder da genießt oder halt vor allem auch irgendwie sich dafür interessiert, ob die beiden jetzt zusammenkommen oder ob man sich fragt, naja, ist das jetzt überhaupt cool von dem Polizisten? Ich meine, der ist verheiratet, obwohl er auch eine sehr mechanische Ehe führt, ne? Aber wenn man sich mal so darauf konzentriert, was sie ja eigentlich für eine Hintergrundgeschichte erzählt, dann ist es ja schon eigentlich auch wieder echt fies. Also das sind ja schon einfach gesellschaftliche, ich weiß nicht, Schwachstellen, Missstände, die da irgendwie noch erzählt werden oder die da aufgedeckt werden, die nicht uns betreffen jetzt hier. Ja, ich glaube, also ich wüsste nicht, ob man hier was Vergleichbares irgendwie erzählen kann, aber die halt gerade da in Korea und China, fand ich das schon fies einfach so. Ja, und das schwebt noch unter allem mit drunter. Und das, was die Frau dann halt letztendlich macht, ja, kann man halt zum einen in die ist ja völlig irre, Kiste stecken. Aber auf der anderen Seite finde ich halt auch, ist eine gehörige Portion Mitleid meinerseits vorhanden für diese Dame, für diese Frau. So, ja. Also ich finde, da webt alles mit rein und dass der Film oben auf dem Berg anfängt und dann am Ende die entgegengesetzten Bilder noch dafür findet und das so verdeutlicht. Ich fand, das alles hat für mich alles echt sehr, sehr gut gepasst. Ich verstehe aber den Punkt zum Beispiel, das ist mir auch aufgefallen, ich finde, emotional ist man nicht so drin. Also ich gucke das gerne an und ich versuche mich in diese Figuren einzufühlen, aber es ist nicht so, dass ich wirklich völlig von diesen Figuren, sag ich mal, oder völlig in diese Figuren investiert bin oder irgendwie da richtig mein Herz dran hängt. So. Da gehe ich mit. Ja, das verstehe ich auch. Ich glaube, das ist auch ein Problem, was dieser Film aufgrund der Inszenierung irgendwie erzeugt oder zumindest einen Zustand, den der Film aufgrund seiner Inszenierung erzeugen kann. Aber das hat mich jetzt letztendlich nicht so sehr gestört. Und trotzdem gebe ich dir recht, ich möchte ihn jetzt auch nochmal auf Deutsch sehen, um wirklich diese gesamte, diese Übergänge, ja, und auch dieses Spiel mit Perspektiven und wer ist wo, befindet sich gerade in welchem Raum und so. Ich fand das halt echt alles sehr, sehr cool. Das war auch richtig cool, deswegen. Also da kameratechnisch und so weiter hat er mir sehr viel Spaß gemacht. Da waren echt ein paar nette Verfolgungsjagden nach hier und da ja auch mal. Das fand ich alles sehr, sehr cool inszeniert. Ey, und dieses Ding, dieser Handschuh. Der Handschuh, ne? War ganz cool, ja. Also, den Messerhandschuh, habt ihr das schon mal in einem Film gesehen? Ich war überrascht, dass man das noch nie irgendwie großartig in einem Film zu sehen. Das ist auch eine super dumme Idee. Was denn? Ja. Was kann ja nicht nur an der Hand geschnitten werden. Also die Gefahr, auch wenn du einen Kettenhandschuh hast,
woanders am Körper getroffen zu werden, ist natürlich schon. Die ist groß, aber sag ich mal, dieses Messer oder beziehungsweise halt mit so einem Kettenhandschuh so ein Messer zu schnappen, um halt dann gegebenenfalls dieses Messer unter Kontrolle zu haben und dann mit der anderen Hand irgendwie alles andere machen zu können, das fand ich schon irgendwie cool. Ja. So eine schöne Defensivwaffe. So, ich meine, Schusswaffen und so weiter wird ja auch so ein bisschen hier und da angeknipst. Fand ich, passte dann sehr gut zu seinem Charakter. So, der aber warum so, haben Cops dann nicht ein Blasrohr? Das frage ich mich immer wieder. Ich finde, das Blasrohr ist völlig underrepresented in Cops. Mit was wärst du denn gefüllt? So ja, mit so einem Schlafpfeil, ja, Betäubungsfall. Da, du hast so einen Typ messermäßig drauf und du machst so oder so eine. Und der Oscar für die beste Nebenrolle geht an. Oder? Ja, oder so ein Brechmittel. Also, dass du halt ein Brechmittel an deinem Pfeil hast. Ja. Ich dachte, da kommt dann, hey, gib mir dein Geld. Hey, willst du das nicht trinken? Ja. Du siehst durstig aus. Du siehst, trink erstmal, dann gebe ich dir mein Geld. Okay. Glaube, so. Oh, scheiße, du hast mich reingelegt. Verdammt. Aber jetzt nur. Will ich gucken. Jetzt muss ich kotzen und kann dich nicht mehr überfallen. Trink doch erstmal einen Schluck. Ich hab hier noch eine Magentablette reingelegt. Reingelegt, das ist Gift. Oh nein, jetzt hast du mich vergiftet. Du Schwein, ich bin dann wieder drauf reingefallen. Das ist ein Trickkaugummi. Ja, aber Blasrohr. Meinst du, die, wo man so rauszieht, dann kommt so eine Klappe. Nimm erstmal ein Kaugummi. Vielleicht haben sie irgendwann mal festgestellt, dass die Gefahr zu groß ist, dass sie das Zeug einsaugen. Gibt's doch bestimmt, du brauchst doch nur so ein kleines Netz davor halten, wo die Puste, der, weil hier sagt man, Puste ist das richtige Wort. Der Atem? Der, ist es Atem? Aber Atem der Luftstoß. Der, wie nennt man das? Der Luftstoß. Puste. Die Puste. Ja. Wie Puste. Ja, Puste. Ja, da durchgeht. Aber da ist so ein kleines Gitter, wenn du nicht oh, machst. Naja, vielleicht haben Leute irgendwie, wollten richtig schön viel Luft holen. Ey. Oh. Weißt ja. Ja, aber dafür trainiert man bei der Polizei. Da musst du natürlich auch noch eine verletzliche Stelle treffen, weil das wird ja durch so eine Jeanswisse dann nicht durchkommen. Ja, okay. Das ist natürlich auch ein Punkt. Ja. Ob du mit deiner. Aus der Distanz? Aus der Distanz, ja. Aber ich muss mich auch noch bewegen. Ja, okay. Ob du mit deiner Puste wirklich durch Klamotten kommst. Aber ey, da könntest du doch auch bestimmt richtig schön spitze, feine Nadeln irgendwie vorne. Gibt es nicht einen Jackie Chan? Ich habe ein Bild im Kopf, wo ein Blasrohr jemand direkt in den Schädel bekommt und dann. Das macht. Ich meine, es gibt, ist das nicht Armor of God oder so, wo er. Ja, 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 ja. Nee, das macht er mit den Kaugummis, oder? Ja, aber es gibt auf jeden Fall auch da so eine Szene mit. Ja. Und Indiana Jones Crystal Skull. Kenn ich nicht. Wollen wir nicht. Gucken wir mal. Konzeptfilm. Ja. Fanfilm. Ja, also. Wer einen wirklichen Whodunit sehen will, der ist mit Die Frau im Nebel nicht bedient. Nee. Aber man kann schon sagen, es ist ein Krimi, oder? Ja, Krimi. Ja? Ja. Ist eine Kriminalgeschichte. Krimi, Mystery Thriller. So. Ja, also für einen Thriller würde ihm wahrscheinlich noch eine gewisse Härte und eine gewisse Spannung fehlen. Also es ist, ich finde, der Fokus ist, natürlich gibt es diese Krimi-Geschichte, und das war auch das, was mich gehuckt hat an diesem Film. Aber der Fokus ist schon auf der zwischenmenschlichen Geschichte und der Liebesgeschichte. Da gibt es schon Szenen, die sehr lang sind, wo es wirklich nur. Ja. Um die beiden in einem Raum geht und wie sie miteinander umgehen und reden und so. Also man sollte es, kein Actionfeuerwerk, so kann man schon mal sagen. Was uns dann halt zu einem nächsten Film führt, der jetzt noch nicht dieses Wochenende oder heute ins Kino kommt, sondern am 7.2. Das wäre aber halt noch, bevor wir mit der nächsten Sendung am Start sind. Deswegen habe ich ihn noch mal mit dazu gezogen und genommen, um dann auch mal ein bisschen mehr auf das Thema Thriller, Krimi, Whodunit einzugehen. Denn wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass gerade das Whodunit-Genre so eine kleine Renaissance erfährt. Also wir hatten halt natürlich den Knives Out-Film. Aber der hat ja jetzt dann zu einem zweiten Teil geführt. Dann hatten wir noch den See How They Run zum Beispiel. Der jetzt ja, auf Disney. Diese Agatha Christie-Neuverfilmung. Genau, und dann haben wir Death on a Boat oder Tod am Nil. Oder Tod auf dem Nil und halt Mord im Orient Express. Mhm. Genau, von Kenneth Branagh, die beiden. Also, ich sag mal so, das Krimi-Genre ist langsam wieder, also es bekommt wieder ein bisschen Aufwind. Du musst nicht mehr nur Blockbuster fürs Kino produzieren, sondern kannst eben auch für Streaming-Services und andere Sachen mal Filme machen, wo die heutzutage sich auch mehr rechnen. Ja. Ja. Oder halt, wo du halt die Möglichkeit hast, einen schönen Cast, einen bunten Cast zu fahren. Ja. Ja, aber bevor wir auf darauf eingehen, heute, nee, am 7., ich glaube Dienstag ist das, kommt Basic Instinct nochmal ins Kino. Eins oder zwei? Eins. Eins. Zwei. Ja.
wurde ja gern früher immer als der Erotik-Thriller schlechthin gehandelt. So. Aber die Frage ist doch hier auch, es ist doch eigentlich ein Whodunit-Film, oder? Eindeutig. Also ich meine, als er damals rausgekommen ist, ist natürlich dann das große Verkaufsargument gewesen, Sharon Stone. Ganz eindeutig, inklusive der Szene, die wir gerade alle sehr dilettantisch nachgespielt haben. Grundsätzlich als Film, ich habe den damals aus der Videothek ausgeliehen, habt ihr nicht im Kino gesehen. Good for you. Ja, damit man entsprechend auch, wenn es mal kompliziert wurde mit dem Plot oder wenn Michael Douglas und sein Knacke hinter einem rumstand, damit man Pause machen kann zur Not. Ich fand ihn damals in Ordnung, muss ich sagen, insgesamt. Wobei, du merkst schon, das ist vom Autor von Showgirls, ne? Das ist Joe Esterhaz, meine ich dann geschrieben. Es ist ein typischer Murder-Mystery-Thriller, Whodunit, wie wir es jetzt hier genannt haben. Mordserie wird von Michael Douglas versucht, als Detective oder als Polizist, dann, dass sie aufgeklärt wird. Sharon Stone ist eine Verdächtige, ich glaube, die potenzielle Killer oder Killerin bringt die dann mit einem Eispickel um. Und ja, der komplette Film spielt damit, ist sie's oder ist sie's nicht, inklusive der fatalen Leidenschaft, die zwischen Douglas und Stone dann entsteht. Und du sollst bis zum Ende dann nach Möglichkeit gespannt bleiben, ob sie's denn ist oder nicht. Wart ihr es? Habt ihr irgendwann? Ich hab den gefeiert, den Film. Ich mochte den richtig gern. Ich fand den super unterhaltsam, perfekt gecastet, Michael Douglas und Sharon Stone. In den jeweiligen Primes ihrer Karriere, finde ich, die On-Screen-Chemistry oder wie soll man so sagen, wie die beiden zusammen, das ist einfach sensationell. Der hat so einen Nerv getroffen damals irgendwie. Der hatte irgendwie so, ich fand den als Thriller spannend. Ich fand, der war ultra sexy, also der hat ja eine ganze Welle an Erotik-Thrillern dann begünstigt. Und das ist so ein ikonischer Film. Ich habe jetzt lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das exakt so heute noch mal sagen würde. Wahrscheinlich ist der schon halt sehr 90s. Wann kam der raus? 1990? 92. Ist halt schon sehr 90s so. Aber diese Szene, diese ikonische Szene von Sharon Stone da in dem Verhörraum, also das ist schon alles. Also sie ist ja dann halt schon die femme fatale schlechthin. Ist sehr, sehr klassisch. Also ohne darauf einzugehen, für die Leute, die jetzt den Re-Release dann noch gucken wollen, wie der Film genau ausgeht. Meines Erachtens, wenn ich mich noch dran zurückerinnere, wie ich den damals erlebt habe, ist es so, gegen Ende konnte es entweder oder sein. Ist sie es oder ist sie es nicht? Und es fühlte sich so ein bisschen an, die haben so ausgewürfelt und sich dann dafür entschieden, weil es sehr viel offen gelassen wurde innerhalb der Story. Für mein Gefühl, wenn ich mich jetzt dran zurückerinnere. Ich weiß nicht, ob du den noch mal kürzlich gesehen hast. Ich hatte den vor einiger Zeit, haben wir den beim ZDF mal besprochen. Und ich habe also so sehr 90s, wie der ist. Ich habe mit meiner Frau letztens noch mal Verhängnisvolle Affäre geguckt. Wollte ich gerade auch erwähnen. Ne? Glenn Close, ne? Ja, mit Glenn Close. So sehr 80er ist der, ne? Also, die Badewanne. Ja, die ja erst reingenommen worden ist, nachdem das eigentliche Ende beim Testpublikum durchgefallen ist. Also, Glenn Close, Spoiler, das ursprüngliche Ende von Verhängnisvolle Affäre. Das ursprüngliche Ende von Verhängnisvolle Affäre war nämlich so, dass Glenn Close sich selbst umbringt und es so aussehen lässt, als hätte Michael Douglas sie umgebracht. Das war für ein Testpublikum aber nicht positiv genug, beziehungsweise das fanden sie nicht gut. Deswegen haben sie das Ende in das Ende geändert, was halt letztendlich bei uns gelandet ist. Wo er sie wirklich umbringt. Wo er sie, nee, das ja, bringt wo, die wo sie ihn nochmal auflauert, dann quasi. Genau. Und in Japan haben sie aber das Originalende gezeigt. Ja. Nein, aber wie jetzt, wo du den, also als du den gesehen hast, würdest du meinen Eindruck von damals teilen? Oder ist es deutlicher, wie das Ende dann ausgeht, dass es auch im Film dann absehbar ist? Dass du sagst, okay, ah, jetzt verstehe ich im Nachhinein und ich kann diese Ist halt schwierig, weil wenn ich den jetzt nach Jahren noch mal sehe, dann zu sagen, oh ja, hat man ja schon kommen sehen oder hätte man ja erahnen können oder sowas. Ich finde, die haben das gut gemacht, dass man bis zum Ende so überlegt, ist sie's oder ist sie's nicht. Aber, also ich weiß noch, woran ich mich erinnern kann, war, damals habe ich das nicht in Frage gestellt. Jetzt muss ich sagen, aber ist klar, dass sie's ist, meinst du? Genau. Ja. Jetzt, wenn man, als ich das jetzt nochmal gesehen habe, dieser Plan ist ja schon ausgeklügelt, der da geschildert wird. Und man kann ja wirklich, wie heißt die, Jean Triplehorn? So, das ist ja wirklich eindeutig, also es ist, wie sagt man so schön, hieb- und stichfest, was mit ihr da gemacht wird, ne? Dementsprechend, aber ich saß da im Kino und dachte, nee, das kann nicht anders,
Also es kann nicht so sein, als das, was der Film letztendlich macht. Ich finde das aber auch so, das ist halt so ein bisschen der Nachteil daran, wenn du so einen Film hast mit nur einer verdächtigen Person. Was ist denn die spannendere Geschichte? Und eigentlich ist dann nicht mehr die Frage, war sie es oder war sie es nicht, sondern eigentlich will man nur noch, kommt sie damit davon oder nicht? Weil das ist dann doch eher die spannendere Geschichte, wenn du halt nur einen Verdächtigen hast und dann am Ende sich rausstellt, ach, war es übrigens nicht. Das ist, fühlt sich das dann nicht irgendwie enttäuschend an? Naja, also habt ihr schon mal einen Film gesehen, wo es die ganze Zeit darum ging, war es oder war es nicht? Und am Ende stellt raus, oh, war es übrigens nicht. Es würde für mich funktionieren, wenn Michael Douglas auf einmal der Täter dann wäre. Das ist ja immer so, das Problem bei so Whodunit-Filmen, ja, dass du ja, deshalb brauchst du ja immer so ein großes Ensemble, genau, damit du potenziell viele Verdächtige hast. Wenn es aber, wenn die ganze Zeit einer oder eine verdächtigt ist und am Ende ist es nicht, und dann kommt plötzlich kommt irgendwie der Chauffeur, den du nie gesehen hast, rein und sagst, haha, ich war's. Und denkst, wo kommst du denn jetzt her? Was willst du denn jetzt deswegen, hier? Deswegen, ich würde auch den, also, ne? Also Basic Instinct würde ich nicht als Whodunit nehmen, weil das ist halt für mich irgendwie ein Ensemble. Du brauchst mehrere Verdächtige. Es geht darum, wer von denen war's jetzt. Ich hab vorher, weil wir ja darüber reden wollten, habe ich mal so Wikipedia nachgelesen. Und insofern ist der Whodunit ja auf jeden Fall auch ein wichtiger Bestandteil, dass immer mehr Hinweise kommen, dass der Zuschauer es selber rauskriegen kann, theoretisch. Was ich jetzt bei Basic Instinct nicht dass sehen dir, würde. Dass dir Information fehlt beim Schauen, die du vielleicht am Ende noch mal rückwirkend daraus schließen kannst. Wo du das mit Informationen von später auffüllst, die Eindrücke, die du vorher bekommen hast. Ja, du bekommst eigentlich alle Informationen, aber du kannst es quasi schon vorher lösen, bevor am Ende die große Auflösung kommt, so dass dann nachher nochmal gesagt wird, habt ihr noch das gesehen damals? Habt ihr noch das Messer da liegen sehen? Das gibt dir natürlich direkt den Hinweis. Auch wenn es, würde ich persönlich nicht ganz so sagen. Auch genau, da müssen wir jetzt, glaube ich, immer einen ganz krassen Cut machen und uns mal ein Cut, okay, ja, einen Supercut anschauen, mit was für, ja, Thriller-Filmen ihr euch gerne auseinandersetzt, beziehungsweise welche euch irgendwie beeindruckt haben oder was es da noch so gibt. Bitteschön. Los Angeles, 1937. There are lots of guys like J.J. Gibbons. Nine, got a lead on the bandit. Sound the alarm, gotta catch him red-handed. Hot on his trail, don't give up the chase. Got a good look, so I'll recognize his face. Breaker 19, got a lead on the bandit. Sound the alarm, gotta catch him red-handed. Hot on his trail, don't give up the chase. Got a good look, so I'll recognize his face. Nine, got a lead on the bandit. Sound the alarm, gotta catch him red-handed. Hot on his trail, don't give up the chase. Got a good look, so I'll recognize his face. Come in, over and out. So, jetzt, ne, jetzt hätten wir mal hier so einen kleinen Überblick geschaffen. Ihr habt mir ja noch ein paar Filme geschickt, wo ihr sagt, das sind so für mich echt schon coole, geile Thriller, beziehungsweise das. Weil es war jetzt daran zurückdenken, was sind vielleicht Filme, die nicht jeder genommen hat und kann ich mich noch gut dran erinnern. Alles. Deshalb, früher haben die mir gefallen. Gregor, ich habe sogar ein paar geguckt. Du musst dich nicht rechtfertigen. Hast du Roger Rabbit genommen? Nein. Nein, ich, also ich mag Roger Rabbit sehr, aber nicht als Whodunit. Ich habe Roger Rabbit genommen, weil Roger Rabbit ist ein Whodunit. Voll. Was denn? Total. Ja, gut. Aber die Merkmale sind noch alle da. Also, wir haben hier den Hasen, ja, der eines Mordes beschuldigt wird, den er nicht begangen haben will. Ich verstehe das schon, aber dann ist auch Mickey Mouse, jeder Mickey Mouse-Film Whodunit, weil der ist auch ein Geheimagent. Also, wenn du einen Thriller, wenn du jetzt mit jemandem sagst, ey, lass uns mal heute einen geilen Thriller Whodunit gucken, und dann spielst du Roger Rabbit, meinst du nicht, dass die Person ein bisschen enttäuscht ist? Roger Rabbit ist schon ein wirklich guter Vertreter davon. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gesehen hast, aber der ist schon 1991. Ja, guck ihn dir noch mal an, weil das ist, natürlich ist der in der Diskussion und so weiter, denkst du halt, ah, Mix Comicfiguren und so weiter, aber der ist von der Storytelling her, ist der wirklich ein klassischer Film noir. Ich hab den vor ein paar Jahren noch mal mit Disney Plus in 4K geschaut, finde immer noch so ein brillanter Film. Ich würde aber persönlich sagen, Whodunit habt ihr schon recht. Allerdings ist Whodunit mehr das Vehikel, wie die Story weitergetrieben wird. Und das Umfeld, in dem er eingebettet ist. Genau. Und für mich ist das Brillante nicht, wie das Mysterium da drin ist oder wie das dann funktioniert, sondern es ist vernünftig genug erzählt, um quasi diesen Wahnsinn und dieses Universum da aufgehen zu lassen. Weil ich finde, die Interaktion, das ist das Geile. Aber also
jetzt verschmilzen hier die Grenzen, aber auch natürlich logischerweise, weil für mich ist das so ein klassischer, das ist ja im Prinzip eine Persiflage von einem Film Noir, so vom klassischen Film Noir. Und Whodunit und Thriller und also, ich meine, klar, du hast danach gefragt, Krimi, Thriller, da gibt's natürlich, ist immer die Frage, wie man das definiert, aber. Matthias hat zum Beispiel als einen Film genannt Kiss, Kiss, Bang, Bang. Als Krimi oder was? Naja, es war ja alle drei zusammen. Also. So eine Comedy eigentlich. Ja, es ist halt ein Comedy-Krimi, aber es ist schon, wer war's und die. Es gibt zwei verschiedene, zwei parallele Handlungen, zwei Mordfälle, so, die ermitteln da drin. Sie nehmen es natürlich ein bisschen aufs Korn, aber gleichzeitig, ja, geht's ja trotzdem darum, rauszufinden, ey, wer war's? Hm. Ja. Also, und klar, die Grenzen verschwimmen. Bei Basic Instinct, ja, hast du natürlich das große Label Erotik-Thriller, weil du halt diese Sexszenen hast, du hast Sharon Stone, die Beine spreizt, die irgendwie alles gemacht hat, irgendwie um Aufmerksamkeit zu generieren, so, die clevere Femme Fatale, die da möglichst plakativ in Szene gesetzt wird, aber letztendlich fragst du dich auch, wer war es gewesen? Und wir haben am Anfang nur die Information, eine blonde Frau. Mehr haben wir nicht. Und da ist, ich finde halt, es beißt sich so ein bisschen, was du gesagt hast, mit zum Beispiel so einem Film wie Mord im Orient Express. Mhm. Ich rede jetzt mal von dem alten Film, oder nimm auch den neuen, ist mir scheißegal. Da erfährst du die ganze Zeit, du erfährst, okay, da wurde ein Mann umgebracht und du kriegst eine Reihe von Figuren vorgeführt, die alle irgendwie den Grund hätten. Aber ich finde nicht unbedingt, dass die Lösung, die bei Mord im Orient Express präsentiert wird letztendlich, dass die so ersichtlich war anhand dessen, was du vorher schon präsentiert bekommen hast. Ja. Und trotzdem sitzt du da die ganze Zeit und fragst dich, wer könnte es gewesen sein? Ja, es sind halt so viele Indizien und so viel gemacht, was davon nachher relevant ist, ist dann natürlich nicht Sache. Und manchmal, ich fand ja auch, Knives Out ist natürlich das Ganze nochmal on top gestellt, weil dir ja quasi die Lösung präsentiert wird, die dann ja dann aber nochmal, der hat ja mehrere Ebenen. Die sagen ja, so ist es passiert, davon gehen wir aus, dass es passiert ist und dann stellt sich aber doch nochmal raus, dass es doch nochmal anders passiert ist. Und wer war es dann nochmal in dem Fall? Und du weißt eigentlich von vornherein, wer es ist, aber war sie es wirklich? Und deswegen Knives Out hat das Ganze ja dann nochmal so ein bisschen demontiert und nochmal eine Stufe weitergebracht. Du musst sowas, glaube ich, bei heutigen oder Filme, die heute in dem Genre dann arbeiten, dann noch machen, weil du viel mit den Erwartungen der genau. Zuschauer dann gehst, weil du hast diese Machination schon in tausend anderen Filmen gefühlt gesehen und okay, die wissen jetzt, dass ich als Zuschauer in die Richtung denke, packen sie da noch einen roten Hering rein oder versuchen sie meine Denkweise noch andersrum hinzulenken. Das hatte ich zum Beispiel bei Knives Out das Gefühl, den ich auch genau. auf meine Liste mit draufgepackt habe. Das ist ja. der Schachfilm, ne? Knives Out, Entschuldigung. Knives Out. Night Moves. Night Moves. Christopher Lambert. Christopher ja. Lambert, ja. Den mochte ich zum Beispiel, den habe ich im Kino gesehen, den fand ich echt cool und da ist es ja ey, komm, wir machen mal hier Spoiler, oder? Also ich meine, bei so einem... Ja, ich glaube, du musst schon... Ja, jetzt mach mal Spoiler, bitte. Ja. Bei Night Moves zum Beispiel, ja, da wird auch die ganze Zeit gerätselt, wer bringt diese Schachspieler um oder wer ist für die Morde zuständig. Und am Ende ist es dann eine Figur, die immer nur am Rande aufgetaucht ist. Mhm. Ja. Wahrscheinlich eine Metapher für eine Schachfigur. Für einen Bauer? Bauer? Oder? Ja, oder irgendeine Figur, die du lange nicht beachtet hast auf dem Schachbrett. Heißt der Tower mit Nachnamen oder so? John Tower. Nee, aber Tower. Da denkst du halt auch die ganze Zeit, sage ich mal, eher in dem, also ich heißt die nicht Rook? Ja, man sagt Rook, nicht Tower. Wir müssen Tower John Rook. Türme. Rook, ja, oder? Rook sind die Bauern. Oh, das muss ich mal gucken. Nee, vielleicht wirklich check es mal. Rook ist der Turm. Und also natürlich, je nachdem, wie ein Film mit dem, wer auch immer der Täter am Ende ist, dann umgeht. Mit P irgendwie. Ich brauche schon so eine gewisse Logik am Ende, die sich mir erschließt. True. Also ich will nicht dieses Kai aus der Kiste-Ding haben, ne? Nur weil das Gesicht von dem einmal kurz am Anfang aufgetaucht ist, ist es dann die Person, also wurde die eingeführt. Es muss schon irgendwie halbwegs verwoben sein. Genau. Das wo in die Richtung, wo ich eben gedacht habe, von wegen aus, ich muss das Gefühl haben, dass am Ende mir sehr viel sicher schließt, wenn ich die Auflösung habe, dass ich, so hätte ich das interpretieren können, so hätte das die Richtung war's, ja. Aber ich meine, das ist ja die Frage, du hast, deshalb war die Frage auch so sehr offen gestellt. Du hast mir irgendwie geschickt, schick mal irgendwie 5 Thriller Krimis oder so, die du magst. Deshalb ist ja auch so ein bisschen die Frage, was ist jetzt hier so eigentlich das Ziel dieser Diskussion oder so? Sollen wir den Leuten ein paar geile Krimi oder Thriller vorstellen, die wir mögen oder wollen wir... Was kickt dich an einem... Halt, also, weil ich meine, es ist für mich ganz unterschiedlich. Bei so einem Whodunit will ich natürlich miträtseln.
Das muss so komplex sein, dass ich es verstehe, aber nicht durchschaue. Das ist, finde ich, die große Kunst bei, also nicht direkt durchschaue. Ich will kein Whodunit gucken und schon nach 10 Minuten wissen, wer es ist. Aber ich will natürlich die ganze Zeit miträtseln und sagen, der war's, nee, der war's, nee, der war's. Und am Ende am besten, what, der war's? So, dann, finde ich, hat er seinen Job gemacht. Aber jetzt bei einem Krimi oder Thriller habe ich halt jetzt andere Ansprüche. Ich habe jetzt zum Beispiel auch sowas wie jetzt hier Usual Suspects genannt oder jetzt hier der Nolan, wie heißt er? Memento. Memento. Ja. Aber bleiben wir mal bei Usual Suspects. Ja. Wo würdest du den einordnen? Ist das ein Krimi? Also, ja. Ich meine, es ist ein sogenannter Twist-Film, ne? Der ist auch ein bisschen Whodunit. Du rätselst natürlich auch die ganze Zeit im Film, weil die ganze Zeit ja auch davon geredet wird, wer ist dieser Kaiser Soze? So, man will ja auch dann, und das ist, sind letztendlich auch fast ein Ensemble, weil viele Charaktere drin vorkommen und du dir überlegst, wer könnte es sein und so. Und ja, am Ende ist er natürlich ein Twist, der damals mich auf jeden Fall umgehauen hat, den ich super smart fand. Was ein Cast eigentlich. Ja. Im Nachhinein natürlich, ne? Ja, das war natürlich noch viele vor ihrer Prime so. Aber ja, ist für mich halt so ein Krimi, so eine Mischung halt aus allem, deshalb habe ich ja genommen. Also der checkt viele Boxen so. Aber ich würde auch sagen, der setzt sich zwischen die Stühle. Ja. Ich hab's ja auch schon geschrieben, ich weiß nicht, Krimi und Thriller und so ist für mich mittlerweile so ein Non-Begriff oder grundsätzlich, weil es gibt ja nicht den Krimi in Reinform. Wenn ich an Krimi denke, ist das Erste, was mir in den Kopf kommt, Tatort. Jeder Tatort ist ein Krimi, ja. Wir haben den Ermittler und dann da und dieses so formelhaftig mittlerweile, ich meine, da gibt es so viele Gags drüber, wie formelhaft der Tatort ist, aber das ist für mich halt ein Krimi. Und so ein Krimi im Kino, da muss mehr sein als einfach nur Krimi. Und Thriller heißt ja für mich auch immer so, okay, es muss spannend sein, ein aber... ein bisschen brutaler vielleicht. Krimi ist für mich, so, wenn du ne, weiß ich nicht, du hast einen schwedischen Kommissar oder eine Kommissarin mit einem Alkoholproblem, der Single ist und einen Partner hat, mit dem vielleicht so ein bisschen was geht oder nicht und der auf jeden Fall komplett kaputt ist, aber auch gleichzeitig die einzige Hoffnung der ganzen Stadt. Das ist irgendwie so ein bisschen Krimi. Und Thriller hat für mich nochmal, Thriller kann ganz viel sein. Also Thriller ist nochmal ein bisschen weg vom Tatort, hier gibt's einen Mörder und wir lösen den Case. Ein Thriller kann... Ist ein Thriller, sag ich mal, bestimmt von der Härte? Würde ich nicht. Von der Anspannung würde ich fast ja sagen. Also Härte hilft natürlich auf jeden Fall, aber es ist so, wie sehr kannst du dich quasi mit reinversetzen? Wie sehr bist du für die Figuren, die da drin sind, angespannt mit der Situation, die dich dann mitnimmt? Das würde ich sagen, dass die Thrills, die dann entstehen. Ja, aber... Ja... Also ja, wirklich Thriller ist wirklich die Spannung, die sich aufbaut. Ich habe auch ganz viel überlegt, so Thriller, deswegen ist der bei mir mit drauf gelandet, weil ich bei Thriller mal direkt an Michael Clayton denke. Der ist nicht brutal oder irgendwas, aber der hat für mich so eine Spannung, die der erzeugt. So, das ist für mich so ein, was ich unter Thriller verstehe. Ich würde nicht sagen, dass der hart ist oder wahrscheinlich ist er auch noch nicht mal besonders gut, aber der hat mich echt, mir hat er sehr gut gefallen. Der hat irgendwie das genau, wie du schon sagst, bei Usual Suspects so, der hat alle Boxen getickt. Wenn ich an Thriller denke, denke ich an Michael Clayton. Weil das ist aber noch so eine persönliche Geschichte, wie das damals im Kino war, wie oft ich den Trailer gesehen habe und andere Geschichten, kleine Nebenschauplätze, weshalb der bei mir so im Kopf geblieben ist. Aber den mag ich total gerne, aber das ist jetzt auch nicht ein, der ist jetzt auch kein Krimi. Nimm mal den ersten, ne? Mission Impossible, ne? Also der hat ja auch sehr viel Anspannung. Würdest du den als Thriller bezeichnen oder ist das ein Action-Movie? Weil da gibt es sehr viele Szenen, gerade zum Beispiel diese Einbruchszene da drin mit dem Runterlassen am Seil und alles. Der hat ja so typische Thriller-Elemente. Ich würde den zum Beispiel auch als Thriller bezeichnen. Ja, ich würde den nach wie vor als Action-Film. Wäre ich auch eher bei Action. Bei Thriller, ich habe noch überlegt, so Grisham-Filme, so die Firma oder die Akte oder sowas. So, das ist für mich auch Thriller, aber das ist auch nicht... Ja, das nennt man ja dann... Härtegrad, aber das nennt man dann ja Justiz... Thriller wahrscheinlich. Ja, oder Justizdrama, ja, ja schon bei Wikipedia und so, ne? Filme sind so vielfältig und vielschichtig, dass es schwer ist, die immer in eine Box zu stecken und zu sagen, das ist ein Thriller, weil du hast immer 2, 3, 4, 5 Merkmale, die auch noch auf einen anderen. Ich meine, Titanic hat auch Thriller-Momente, wenn du so willst, ja, aber keiner würde sagen, Titanic ist ein klassischer Thriller. Ja, also du hast aber immer Elemente von Filmen, die du wiederfindest. Wir sollten weniger über Etiketten reden und mehr darüber, welche Filme geil sind, welche man gucken sollte. LA Confidential zum Beispiel? Zum Beispiel. Warum?
ein geiler Thriller. Ja, ey, ist auch wieder so ein, das ist eigentlich für mich nochmal so ein klassischer Krimi fast schon oder so ein Film Noir auch irgendwie. Ich finde, der ist halt, der ist halt quasi wie als, ja, so wie er halt auch ist. Wann ist der, von 2000 oder noch älter? Oder 90er? Nee, oder? Nee, aber ich glaube älter. Ist ja sogar 90er, 97, 98, 99? Weiß, irgendwas so. Check mal. Auf jeden Fall da halt nochmal einen Film zu machen, der sich anfühlt wie ein, ja, wie so ein Film aus den 50ern oder so. Und ich finde, das schafft er einfach mit Bravour. Wenn man den Film guckt, verliert man wirklich so das Zeitgefühl von wann der Film. 97, ja. Verlierst du wirklich, das ist wie Chinatown, können auch Chinatown sein, restaurierter Chinatown oder so, ne? Ja, aber wo wir jetzt schon bei Chinatown sind, ne? Aber bei Chinatown, finde ich, ist halt so, da hast du diese eine Geschichte. Jake Gittes, der Privatdetektiv, der hardboiled, abgefragte Privatdetektiv, kriegt Besuch von einer Frau, die beauftragt ihn und es kommt am Ende. Sie müssen mir helfen. Ja, sie müssen mir, genau. Und am Ende kommt dann halt irgendwie was raus, wo du halt denkst, boah, Alter, was ist denn das hier eigentlich für eine krasse Geschichte dafür, dass die eigentlich nur wollte, dass er irgendwie den Mann beschattet oder sonst irgendwas, ja. L.A. Confidential ist für mich da im Vergleich schon eher so ein bisschen Sittengemälde oder beziehungsweise so Sittengemälde. Ja, oder Milieustudie. Ja, Milieustudie, genau. Weil du siehst ja sowohl die Ermittler, du siehst also so den Privatschnüffler hier von Kevin Spacey oder Danny DeVito zum Beispiel, so diese ja, Spurensuche oder sonst irgendwas. Du hast die Stars, du hast die Verbrecher, du hast die Polizei, du hast irgendwie den Hardboiled Cup gespielt von Russell Crowe, der so sein eigenes Ding. Da kommt vieles zusammen. Das wirkt wie so ein Best-of aus Film Noir, Krimi oder so. Und im Vergleich dazu halt ist meiner Ansicht nach Chinatown ein bisschen zielgerichteter. Ja klar, Chinatown ist ja auch quasi die Ursuppe und LA Confidential ist ja so ein bisschen das, was man, also, ne, wie so eine Hommage, er ist in dem Sinne nicht lustig oder so, aber er ist ja eher so ein Film, der ganz klar sagt, okay, das sind Filme, die uns beeinflusst haben. Deshalb finde ich den ja auch irgendwie so cool. Aber im Prinzip ist so ein Film wie Chinatown die Blaupause gewesen, um dann eben 30 Jahre später nochmal, oder 25 Jahre später nochmal so einen Film zu machen. Ey, Chinatown, ne? Also auch. Ich glaube, heutzutage, wenn du den heutzutage siehst, dürfte dir ein bisschen langsam und lahm vorkommen. Das ist so, du musst, glaube ich, ein Gefühl für 70er-Filme immer noch haben, die allgemein Spacing haben. Kann man Two Jakes gucken? Ja. Two Jakes? Ja, Two Jakes, der Nachfolger. Den kenne ich gar nicht. Hat Nicholson selbst inszeniert. Okay, den kenne ich nicht. Also ist nicht der. Lohnt nicht, ne? Naja, was heißt lohnt nicht, ne? Also als Zeitzeugnis ist es schon mal wieder ganz interessant zu sehen, dass Nicholson gedacht hat, oh ja, komm. Damit kriege ich noch mal einen gewuppt, so, aber wenn der Nicholson zweimal klingelt, ne? Ja. Ja. Wo war ich eben gerade stehen geblieben? Chinatown, L.A. Confidential. Ja, aber das sind so eher langsame Filme, eher klassische Filme, ne? Ja. Und ich würde vielleicht, du hast jetzt noch zum Beispiel auch No Country for Old Men, hattest du genannt, so. Like Thriller. Thriller? Okay. Ist es für dich, weil, ja, Thriller ist für mich schon wieder ein Thriller, würde ich sagen. Ja, grundsätzlich schon. Weil du weißt, wer der Böse ist von Anfang an, mehr oder weniger. Also du, es ist nicht so eine Frage, wer hat's getan und wie wird der Fall aufgeklärt, sondern du weißt von Anfang an, die Rollen sind klar verteilt und du willst eigentlich nur sehen, wie sich's ausspielt. So. Genau, der Artverwandt, also ich habe speziell in Richtung Whodunit gedacht bei der Liste, die wir jetzt hier gemacht haben, aber ich bin auch sehr viel, also Begriff habe ich auch erst kürzlich gelesen, das How Ketchum, wo du schon darüber Bescheid weißt, wer der Bösewicht oder wie auch immer ist und es darum geht dann, diese Person zu schnappen. Sowas wie Columbo würde da in dem Fall reinfallen, ne? Wo du dann schon eher das Zusammenspiel zwischen dann Polizist und Täter dann siehst. Und sowas würde man, glaube ich, auch ein bisschen dann No Country for Old Men einordnen, weil da ist eher die Spannung, wie geht's zu Ende, dass wir wissen, wie die Rollen verteilt sind. Ja, wobei das ist ja auch, ja, No Country for Old Men ist ein spannendes Ding, aber also, weil es halt auch nicht direkt Krimi ist, es geht ja nicht um den Kriminalfall, sondern letztendlich geht es ja darum, dass der Hitman hinter dem anderen Kriminellen hinterher ist, ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie der Kriminal, es wird nicht groß ermittelt, sondern der Cop ist ja wirklich nur Nebengeschichte, um das Ganze irgendwie so ein bisschen zusammenzuhalten, aber da bist du wieder bei Thriller. Aber ich habe in letzter Zeit irgendwie häufiger Genre-Diskussionen und mittlerweile ist es halt, ich finde die Diskussion spannend, vor allen Dingen, wenn du einzelne Filme nimmst, wo du ihn jetzt einsortieren würdest,
Aber so wirklich ein Genre zu definieren oder dann, es ist mega schwierig und auch, wie du schon sagst, ist nicht so zielführend in Anführungszeichen. Ja, es bringt, was bringt's? So, Genre-Bezeichnung nimmst du ja, um einen Shorthand zu haben, um Leuten direkt zu sagen, so in die Richtung geht's, das ist zu, könnte das kannst gefallen, du erwarten, ja. Das könnte dir gefallen. Das ist halt ein Thriller, das ist eine Komödie. Komödie heißt, du wirst mehr lachen. Aber eine reine Komödie, einen reinen Thriller oder den Crime-Film an sich gibt's halt so nicht, weil es immer irgendwo dazwischen liegt. Wenn es irgendwie nur ein Ding bedient, ist es in der Regel auch, also für mich zumindest nicht mehr wirklich spannend. So, es gibt ja nicht den reinen Actionfilm, da hast du immer ein Crime-Element oder ein Thriller-Element oder einen sonst irgendwas, ja. Aber reinen Action, nur Geballere bringt genauso ja auch wenn nichts. Du sagst Comedy, ich überleg mal, wie viel unterschiedliche Comedy es gibt, von, was weiß ich, Nackte Kanone hin bis zu irgendwas Skandinavischen mit Mads Mikkelsen da hier oder so, ne? Wie heißen die hier? Säufer. Hä? Nee, das Pusher, meinst du? Hä? Pusher oder in China sind die Hunde. Hä? In China essen sie Hunde? Nee, den, die, naja, ist mit Max, der Typ. Achso, du meinst hier Druck Apple? Oder was? Du meinst hier, na, wie hieß er denn? Der. Ah, wie hieß er denn? Noch mehr Hinweise, um mit Schäden zu stehen. Ja, der, von dem Adams. Another Round. Nee, von dem. Der Rausch. Der Rausch, der Rausch. Von dem Adams-Äpfel-Typen meinte ich den Film, egal. Man in Chicken. Ja, sowas, oder. Egal, ich hätte auch in irgendeinem anderen Film sagen, das Comedy-Spektrum ist sehr breit. Ja. Wenn du sagst, Komödie ist nicht gleich Komödie, du hast komplette, du hast smarte, subtile Sachen, du hast total Slapstick, platte Sachen, Dick-and-Fart-Jokes bis hin zu irgendwelchen Filmen, die einen Lacher haben und trotzdem irgendwie eine Komödie. Also da gibt's so Unterschiede, deshalb, ich finde halt diese Diskussion über Genres und Etiketten, das bringt mir halt nichts. Ich würde viel lieber den Leuten erklären, warum sie No Country Old Man vor Old Man gucken soll, weil es halt einfach geil, ein geiler Film ist. Ich glaube, es bringt auch mehr, also serviceorientierter ist es, glaube ich, zu sagen, es ist mehr ein Film wie der und der Film. Also direkt Filme miteinander vergleichen und die Richtung zu gehen, anstatt ein Genre zu nennen. Weil da musst du, wenn jemand. Aber das ist genau das Ding. Du sagst die Top 5 Thriller und das kann in so viele unterschiedliche Richtungen gehen. Wenn jetzt einer sagt, erzähl mir mal einen guten Thriller oder eine gute Komödie, das kann auch in so viele Richtungen gehen. Kunden da kannst du eher sagen, ich habe den Film gesehen, der hat mir gefallen, erzähl mir was in die Richtung, so okay. Was Ähnliches. Ja, ich weiß nicht, ob das, also ich, Filme miteinander zu vergleichen, ist meistens auch immer ein bisschen unfair, weil. Ja. Ja, weil, naja, dann, du gibst ja schon eine gewisse Qualität mit dem Vergleich ab, den du nennst. Also wenn du sagst, ey, der ist wie Schweigen der Lämmer, ihr habt beide zum Beispiel Schweigen der Lämmer genannt, dann ist die Messlatte ja schon dementsprechend hoch. Dadurch, dass ja, du diesen Film nennst. Film ja, aber du kannst wenn, auch ich sagen, meine, wenn ich sage, ey, wenn dir Schweigen der Lämmer gefallen hat, würde dir vielleicht auch 7 gefallen. Das macht doch Sinn. Würde das der Fall sein? Glaube ich schon, ja. Das ist, und da ist dann die Frage, da bist du wieder, was hat dir denn an Schweigen der Lämmer gut gefallen? So, wenn du sagst, oh, Jodie Foster hat mich vollkommen überzeugt, dann kann ich dir wahrscheinlich noch einen guten Jodie Foster-Film empfehlen. Wenn du sagst, oh, die Geschichte dahinter und wer war es jetzt oder so, dann geh doch lieber dahin. So, ah, die ganze Geschichte um Hannibal Lecter interessiert mich, dann guck doch lieber Hannibal. So, und das ist dann wieder einzelne Aspekte, die du in anderen Filmen auch wieder findest. Wenn du jetzt einfach nur sagst, ich habe Schweigen der Lämmer gesehen und fand ihn gut, dann würde ich wahrscheinlich auch so sagen, 7, probier's mal damit. Vielleicht siehst du da was Parallelen oder was eine ähnliche Stimmung gibt oder so, aber. Was hat euch denn an Schweigen der Lämmer so überzeugt? Ich habe damals, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ganz klar einen Grund gehabt, weswegen ich den Film geil fand. Anthony Hopkins. Wollte ich gerade sagen. Also. Das war ja auch der einzige Grund. Also wirklich, es ging nicht so unbedingt, dass ich diese Spurensuche nach Buffalo Bill irgendwie geil fand oder so. Es waren allein seine Aus. Nee, die ist ein guter Rahmen, das ist ein gutes Bett für Anthony Hopkins, um zu scheinen. Nee, würde ich auch sagen. Ich habe den jetzt weggelassen von der Liste, weil kein Whodunit. Na, weil man in der Theorie, wir wissen ja schon, dass es Buffalo Bill ist. Ja, und dann geht es ja darum, dass die das herausfinden. Oder also wie sie ihn kriegen. Genau, aber ich, ja. bin da beide. Ich glaube, wenn die Performance eben nicht dann von Hopkins dann da wäre, würde der Film, es gibt ja eh schon das Vorbild dann ja auch, es war zwar jetzt Red Dragon war die Neuauflage, es gab ja Manhunter vorher noch. Na? Und da hast du ja auch ein anderes Portrayal gehabt von Hannibal Lecter und das funktioniert für mich, nachdem Hopkins so seinen Stempel da drauf gedrückt hat im Nachhinein. Ich habe den auch vor ein paar Jahren danach geholt, den 80er-Film da und da finde ich auch, da fehlt mir persönlich was zum Beispiel verglichen mit dem, weil der ist einfach so eine Präsenz, der den Film auch innerhalb der Kürze der Zeit, der ist ja auch nicht super lang im Film. Irgendwie 15, 20 Minuten? Er hält den Rekord für den Oscar für den Film mit der wenigsten Screentime.
Ja, also das ist schon erstaunlich. Man hat das Gefühl, Anthony Hopkins schwimmt sich immer noch frei von dieser Rolle. Ja. Oder? Weil die so ikonisch ist und so stark geprägt, dass man immer noch, mir geht's immer noch so, wenn ich den irgendwie in anderen Filmen sehe und der ist da irgendwie nett und sympathisch, denke ich, ach, guck an, der Anthony Hopkins, der kann auch nett. So, und da denke ich eigentlich nur, dabei hat er wahrscheinlich schon 20 Filme gedreht, wo er nett war, aber ich denke, man hat ihn einfach abgespeichert. Ne? Lecter tut so, als ob er nett ist in dem Film. Ja. Das Gegenteil von Tom Hanks. Tom Hanks. Ja, das, was Tom Hanks nicht schafft, kriegt er nicht los. So gesehen. Und ja, was darüber hinaus würdet ihr an Schweigen der Lämmer als eben Thriller-Tipp oder Krimi-Tipp empfehlen oder beziehungsweise hervorheben, sagen wir so. Also weitere Filme wie Schweigen. Nee. Was an Schweigen der Lämmer noch. Also wir haben Anthony Hopkins als starken Aktivposten, aber darüber hinaus, was zeichnet den Film noch aus? Naja, es ist schon sehr ruhig und spannend inszeniert. So, da kommen schon immer wieder so neue, auch ein bisschen die Härte natürlich. Aber da sind, wenn dann die Motte aus dem Hals gezogen wird und so, das sind schon einfach sehr. Du rätselst die ganze Zeit, okay, was hat es damit auf sich? Warum ist es da so dieses Miträtseln und diese Spannung fühlen von dieser Bedrohung, die da irgendwie herrscht und so, wir müssen da handeln, aber man weiß nicht genau wie. Das ist doch ein großes Element von diesem Thriller. Ja, der ist auch einfach, funktioniert auf so einer psychologischen Ebene gut. Du guckst das, du siehst das Ganze durch die Augen von Jodie Foster und weißt so immer, was sie weiß. Und das ist so klassisch Hitchcock-mäßig. Du hast so diese Suspense. Gerade am Ende ist das auch clever gemacht mit dem Twist, der auch schon 180.000 Mal geklaut wurde seitdem. Ja. Mit der Zögling, meinst du? Ja. Mhm. Und ja, weiß ich nicht. Mir fällt gerade noch ein, welchen man da auch bestimmt empfehlen könnte, ist hier, wie heißt der, Nachtwache. Ja. Zum Beispiel das Original. Original als mehr als der das Original ist auch ein bisschen so besser, schlimm. Aber ja. Das Remake ist auch nicht schlecht mit Ewan McGregor, glaube ich. Ich glaube, ein guter Punkt, warum die Spannung bei Schweigen der Lämmer auch so gut funktioniert, ist, weil Jodie Foster halt die Anfängerin ist. So, ne? Sie ist natürlich sehr sich, ich bin das der erste große Fall, ich muss mich beweisen. Da ist auch dieses viel in der männerdominierten Welt, so als Frau da jetzt irgendwie mal ihre Sporen verdienen und so. Sie ist ja noch sehr unsicher, will aber ihre Souveränität ja die ganze Zeit ausstrahlen. Und das bringt sie halt auch super rüber. Das schafft Jodie Foster halt auch toll darzustellen. Und ich glaube, da kannst du dann noch viel mehr mitfühlen, weil sie halt auch nicht einfach nur abgebrüht an diese ganze Sache rangeht, sondern ist ja auch bei ihr arbeitet und sie beschäftigt. Und damit auch den Zuschauer beschäftigt, weil er sich natürlich mit sie die Identifikationsfigur bietet. Warum heißt der Film eigentlich Das Schweigende Lämmer? Weil die Lämmer geschrien haben, als sie in der Nacht weggerannt ist, genau. Von der Farm ihres, was war das, Onkel, Tante, also nachdem ihr Vater gestorben ist, ist sie ja zu einer anderen Familie gekommen und die waren Schafzüchter. Und sie wollte halt ein Schaf retten, was eigentlich geschlachtet hätte werden sollen. Das Frühlingslamm. Aber warum dann das Schweigen? Dann müsste doch das Schreien. Weil sie das Schreien nicht, sie kann das Schreien nicht ausblenden. Sie arbeitet die ganze Zeit, die Lämmer zum Schweigen zu bringen. Wenn die Lämmer schweigen, hat sie endlich mal etwas geschafft. Hat sie endlich mehr Pause und Ruhe. Etwas Gutes geschafft kriegt. Also wenn man den Film mag, mag man auch Das Schweigende Hammel. Hast du den mal wieder gesehen? Schon seit Ewigkeit. Ja, das solltest du vielleicht noch mal machen, denn der ist weniger Substanz als dieses Plakat und der Anfang nicht. Irgendwie. Ja, ihr habt zwischendurch noch mal 7 reingehauen, auch ein absolut fantastischer Film. Vor ein paar Jahren auch noch mal wieder geguckt, wobei der dann schon fast konträr zu dem geht, was ich vorher noch mal kurz ausgeführt habe, dass der Mörder sozusagen wie Kai aus der Kiste dann kommt, weil von wegen darauf ist der Film ja auch ausgebaut, also nicht, dass der irgendwo jemand im Hintergrund sein musste, aber wieder aufgebaut ist, wieder weitergeht, inklusive der berühmten Szenen am Ende. Genau, da ist alles halt, brillant. Da ist halt nicht der Twist am Ende, ah, er war's, sondern das passiert ja dann irgendwann an einer sehr unerwarteten Stelle im Film und dann geht's halt noch weiter und dann ist der und inszenatorisch, ich meine, mit Fincher kannst du super wenig falsch machen. Ihr hattet ja auch jetzt hier Zodiac, meine ich, war jetzt auch mit drin. Ja, Zodiac war auch mit drin und Zodiac ist zum Beispiel diese. Ja, Zodiac ist ja dann noch was ganz was anderes, ne? Also ich meine, hier dieser Film, es ist ja schon fast Horror. Ne? Also wenn man jetzt, also wenn man ein harter Thriller, würde ich sagen, aber es ist ein sehr harter Thriller. Also ich sag mal, von denen, die ihr so genannt habt, im Vergleich ist 7 meiner Ansicht nach der härteste. Ja. Ja. Und auch einer, der aber dann schon mit gewissen Gewohnheiten und Formeln bricht. Ja. So wie eben. Da taucht plötzlich jemand auf und sagt, ey, ich war's.
ihr habt mich so gesehen, ihr müsst gar nichts mehr machen. Hier bin ich. Aber damit ist der Film ja noch längst nicht erzählt. Naja, ja. Aber war ein Ding, was kein anderer Film vorher so gemacht hat. Und dadurch hat er seinen ganz eigenen. Oh, ich weiß nicht, was ich jetzt erwarten soll als Zuschauer. Deswegen sticht er heraus. Deswegen ist er einer, der immer genannt wird. Wenn es um Thriller geht oder halt auch um härtere Filme so, dann ist 7 auf jeden Fall der Film, der mindestens mit dabei ist. So. Ja. Aber wenn wir Fincher sagen, und da war dann auch so eine Überlegung, wo dann spätestens bei mir irgendwie die Diskussion über Genre so ein bisschen abgegangen ist, ist Fight Club auch ein Thriller? Oder wo ordnet man dann Fight Club ein? Das ist eher Drama, würde ich sagen. Drama. Ist das so ein, also ich weiß nicht, Drama, finde ich, passt bei Fight Club auch. Martial Arts Movie. Gesellschaftssatire. Ja, aber er kommt nicht nur als Satire rüber, dafür aber erzählt er auch einzelne Charaktere irgendwie aus. Also ja, Satire ist für mich immer so ein bisschen übergeordneter. Aber sind wir doch uns einig, hier geht es vor allem um Verbrechen, was wir bislang irgendwie bei Fight Club ist ja nur jemand, der nicht so ganz sicher ist seiner selbst und der halt dann irgendwie sich, sag ich mal, von vermeintlich anderen Menschen in eine Rebellion von mir aus reinziehen. Ja, also das, die Story, die da erzählt wird, ist natürlich nicht der klassische Krimi, aber so von der Stimmung her und hat sehr viele Eigenschaften, die ich einem guten Thriller zuordnen würde, auch mit so ein bisschen Anspannung, mit du weißt nicht genau, wo es gerade hinläuft, mysteriös, was ist eigentlich sein Motiv dahinter? Ja, ich weiß nicht, ihr seid, ich finde, Eddie mit ja, No Country, LA Confidential, Usual Suspects und Schweigen der Lämmer, 7, Schweigen der Lämmer, Michael Clayton, Knives Out, Kiss Kiss Bang Bang, ihr ähnelt euch ein bisschen an. Ich finde, Gregor ist ein bisschen rausgestochen. Gregor hat, ich hab kreuz und quer, ne? Gregor hat zwar auch Knives Out, ja, damit wären wir wieder beim klassischen Whodunit, oder beziehungsweise im Whodunit, aber dann kommt da halt auch Minority Report drin vor. Würdet ihr da mitgehen? Habe ich auch überlegt, als Crime-Thriller, ja. Sci-Fi-Crime eigentlich. Ja. Also, es sei denn, man sagt, Crime darf nicht in einer anderen Zeitebene spielen, aber ist eigentlich Quatsch, weil also, eigentlich, ist es, eigentlich ist es Es ist Kriminalfilm in der Zukunft. Genau, es ist grundsätzlich auch so ein, auch wenn durch die Premise vom Film oder die Prämisse, ich schmeiß da auch gleich was rein, du einen anderen Ansatz hast von wegen, oh, jetzt weiß ich, wer der Verbrecher ist, aber warum passiert das eigentlich? So der Antrieb. Ich meine, als wir die Podcasts damals gemacht haben, wir haben das ja schon sehr ausklabüstert. Der Film hätte gerne ein bisschen früher enden können für mich, aber ich finde, der ist einfach sehr gut inszeniert und nimmt dich auch atemlos an die Hand und hat viele ikonische Action- als auch Thriller-Szenen mit dabei. Also ich finde ihn weiterhin sehr, sehr gut. Also hier ist es ja nicht die Frage, who done it, sondern war er es wirklich? Why done it? Oder ja, oder will oder I do it? When done it? When done it? Why will you do it? Ah, okay. If you do it, komma. Aber wir kriegen ja die Information mit, dass das ja eigentlich auch anhand der Überzeugung von Tom Cruise absolut hundertprozentig sicher ist, dass das, was die Precogs da erzählen, dass es Quatsch ist. Nee, die Wahrheit. Ja, okay, aber ja, ich will nicht zu viel verraten. Aber dann erfahren wir, ey, Tom Cruise wird jemanden umbringen. Und wir wollen ja eigentlich nur rausfinden, macht er das wirklich? Mhm. Ja. Ist auch wieder eine Umkehrung des Ganzen. Ja, genau. Dann hast du Predestination genommen. Mhm. Ist ein kleiner Film, ich weiß nicht, ob den viele gesehen haben. Der ist schon mal, also. Das ist aber schwierig. Der ist, ja. Der ist ein bisschen spezieller, nimmt auch Zeitreiseelemente mit rein, geht um ein, ja, wie war das? Time Cop, könnte man fast schon sagen, der Verbrechen durch die Zeit hindurch versucht aufzuklären, wo einem Serienmörder nachgestellt wird von Ethan Hawke als Detektiv und ja, basiert auf einer Sci-Fi-Story, wird er jetzt auch hier im Trailer genannt. Halb vor Jahren mal haben wir den damals quasi im Stream gesehen und das war auch so einer, bis zum Ende rätseln. Der hat ein paar interessante Ideen, gerade weil ich auch aus dem Sci-Fi-Fach der mir gerne Sachen angucke, die auch mit Zeitreisen und anderem Zeug zu tun haben, was natürlich ein komplett anderes Element ist als bei einer klassischen Detektivstory, weil es alles nochmal komplizierter macht und komplexer. Der hat ein paar interessante Ansätze und auch eine ziemlich interessante Auflösung, fand ich. Ich hatte tragischerweise, in Anführungszeichen, kurz bevor ich den Film gesehen habe, zufällig diese Kurzgeschichte gelesen. Deswegen wusste ich dann schon, was alles kommt. Und dann war es so ein bisschen, okay, es ist die Geschichte, gut. Und dann haben sie dann noch so ein paar Elemente draufgepackt, damit sie natürlich einen 90-Minuten-Film aus dieser Kurzgeschichte rauskriegen. Aber im Grunde würde ich beides empfehlen. Also der Film hat auch Spaß, es macht auch Spaß. Es ist nur so schade, dass der halt immer so wieder irgendwie in Vergessenheit gerät. Der an den habe ich mich auch erst wieder dran erinnert, wo ich nochmal durchgucke, Whodunit. Och Mann, okay. Ja, Whodunit, auch hier wird wieder ein bisschen ad absurdum geführt,
Aber das ist halt, glaube ich, dann die Stärke meiner Ansicht nach, weswegen dieser Film dann auch im Gedächtnis bleibt. Weißt du, so Zeitreisendinger, ich habe mir noch seit Jahren auf die Liste geschrieben, Time Crimes will ich ehrlich mal gucken. Mhm. Der ist so ganz gut, oder? Ja. Mhm. Ja. Im Namen der Roses fand ich auch ganz gut. Ja. Das ist für mich ein klassischer Krimi. Er spielt im Kloster, okay. Ein sehr klassischer. Ich habe den gestern noch mal geschaut. Nach Jahrzehnten dann mal wieder. Ich weiß, dass ich den als Kind x-fach gesehen habe. Der ist ja mehrfach x-fach gelaufen im Fernsehen. Und alleine Sean Connery, dann Mordfall in einem Kloster. Sehr bildgewaltig, groß visuell, basierend auf dem Buch von Umberto Eco. Also bekannte, sehr bekannte Vorlage. Und ich weiß nicht, wer von euch mal dann Pentiment gespielt hat in den letzten Monaten. War rausgekommen für Xbox, ist quasi im Namen der Rose als Adventure. Also der Autor Josh Sawyer, glaube ich, heißt er, ist großer Umberto Eco-Fan und hat, wie ich jetzt den Film wieder gesehen habe, x-fach Elemente in das Spiel jetzt reingebracht mit eigenen Interpretationen, also sehr nah dran an dem hier. Was ich jetzt sagen kann nach dem Film wieder, bildgewaltig ist er noch. Ich finde, glaube ich, nicht mehr so gut wie früher, weil du merkst schon, dass er als Film, also Sean Connery spielt schon mehr Sean Connery und Mann, ist Christian Slater scheiße. Aber so richtig. Aber so richtig, richtig. Hat aber eine ziemliche Härte. Ne? Mhm. Und gerade, also bildtechnisch, wie das inszeniert ist und was sie da für Sets und alles gebaut haben, das Mystery, was aufgeklärt ist, muss man eben gucken, wie man sich auf die Geschichte da einlassen kann, sollte man trotzdem mal gesehen haben. Jo. Ne? Finde ich, also Jennifer Connelly? Nee, das ist glaube ich, aus Venezuela, eine Schauspielerin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich muss nochmal gucken, aber die ist keine Bekannte. Kannst du es noch nachmachen von Bill Burr? Sometimes, so give them a little slap. Habe ich gestern geguckt. Das Interview. Ja. Habe ich gestern geguckt, in der Zeit, in der er groß geworden ist. Mhm. What did John Connery do? Ja. So, habt ihr noch einen, sag ich mal, Tipp, wo ihr sagt, ey, hier, der Thriller, der Krimi, der Whodunit, der müsste eigentlich noch mal. Ich würde noch die Millennium-Trilogie reinwerfen. Von Stieg Larsson? Ja. Ja. Also, ich mochte Teil 2 und 3 nicht so gerne. Dafür mochte ich Teil 1 sehr gerne. Und auch Girl with the Dragon Tattoo. Ich finde, beide Versionen haben ihre Daseinsberechtigung, fand ich beide sehr gut. Also, wir reden jetzt aber von dem ersten Fincher-Film, ne? Genau. Nicht von dem. Es stimmt, gab da gab es ja noch einen zweiten. Der war katastrophal. Der war, oh. Dann lasse ich den auch weg. Oh, wie heißt der mit Ben Affleck? Gone Girl? Gone Girl. Habe ich auch überlegt, aber da ist auch weniger. Schwer Fincher. Da geht es viel ich mehr um Fincher macht Paycheck. Ich hab aber bei Gone Girl, Paycheck habe ich auf Amazon letztens angefangen. Gone Girl hatte ich auch noch überlegt, mit reinzunehmen, aber bei Gone Girl geht's sehr wenig darum, wer es war oder kommt sie damit weg, sondern es geht viel mehr um diese ganze PR-Maschine und das, wie komme ich damit klar und wie es nach außen hin wirkt, Außenwirkung und so weiter. Den Aspekt fand ich bei Gone Girl einfach wesentlich höher als die eigentliche Crime-Suspense-Geschichte. Aber auch sehr gut. Ein guter Thriller auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, vor allem, weil der halt das Ende ja nochmal richtig viel auf den Kopf stellt. Ja, yeah, ja. Yeah. So, ne? Also, Gone Girl. Ich weiß nicht, ob das ein Geheimtipp ist, aber es ist auf jeden Fall mal ein. Du wieder, hast Geheimtipp? Was heißt Geheimtipp? Was ist heutzutage noch geheim? Ja, true. Ja, aber vielleicht eher so ein Hidden Gem oder irgendwie sowas, also, dass man halt nochmal irgendwie einen hervorholt. Zum Beispiel, ich habe hier diesen, falls ihr den noch nicht kennt, I See You. Hast du nicht gesehen? Ach doch, ja klar. Den würde ich euch mal mit ans Herz legen. Den, da darf man nicht so viel erzählen, so, weil da raubt man halt auch leider zu viel dem Film dann an sich. Aber den fand ich, das war mal so ein kleines Ding, das kam aus dem Nichts raus. Ich habe auch nicht erkannt, dass das hier die Helen Hunt, glaube ich, ist das. Die sieht aus wie operiert. Ja, also das sah wirklich merkwürdig aus. Aber das geht schon für mich fast ins Horrorgenre rein. Findest du? Ja. Weil, also, naja, aber da geht's ja auch um Mordfälle, beziehungsweise. Ist er härter als 7? Weil 7 hast du gerade auch gesagt. Das nee, der ist nicht härter als 7. 8 okay. Ist härter als 7. Das war Saw. Ja, nach 7 kommt Saw, ne? So hieß ja. Die Tagline. Ne? Also, das wäre so, mit Chris Rock. Wo ich sage, ey, das war mal wieder, das war ein Thriller, der irgendwie ein bisschen auch untergegangen ist, den man auf jeden Fall mal hochholen kann oder nach vorn holen kann. Ja, nicht Geheimtipp, aber weil ich den auch dann geguckt habe im Nachhinein, weil ich wieder Bock hatte, die purpurnen Flüsse. Also je nachdem muss man gucken, wie man mit der Auflösung dann, ob man die cool findet oder nicht. Aber ich finde rein strukturell und Jean Reno und Vincent Cassel ist schon ganz geil. Und Kassel. Ja, Hessen Kassel. Es gibt eine ganz geile Kampfszene auch in dem Film drin. Ja, und du fragst dich ja auch die ganze Zeit, wer war's?
Genau, also es ist ein klassisches Whodunit und ich meine so Jean Reno als Detektiv und Vincent Castle als Polizist, die dann zusammenkommen, weil sie, wie sie herausfinden, doch an ähnlichen Fällen arbeiten, wo die erstmal getrennt voneinander agieren und jeder auf seine eigene Art, finde ich schon ganz cool gemacht hat. Und auch von der Auflösung, je mehr Nazis man ins Gesicht tritt, umso besser. Da gab es noch einen zweiten, oder? Ja, es gibt einen. Habe ich mir noch nicht getraut. Also ich habe kurz dann auch da reingelesen, da hieß es, der ist nicht so gut wohl wie der erste. Okay. Nö, aber es gibt eine geile Ballerei in dem. Okay. Aber ja. So, ja, ist, haben wir alles? Ja, ist beim Streaming, kann man den for free. Ein Supercut war Memento noch. Memento? Ja, Memento muss ich auch mal wieder gucken. Der ist jetzt, glaube ich, muss ich auch noch mal sehen. Den mag ich sehr gerne. Noch ja. Für einige Zeit auf Amazon Prime erhältlich. Ja, schaut den Anfang der nächsten Kino Plus Folge, da wird er besprochen. Ja, aber wir hatten ja schon so gesehen Predestination. Aber Memento, ja. Ist auch ein untypischer Thriller oder eben Krimi, ne? Also High Concept. Ja, wirklich High Concept, so, weil du musst ja erstmal. Genau, du musst ja erstmal versuchen, durchzusteigen, was da überhaupt erzählt wird. So, ne? Und da fand ich zum Beispiel den Insomnia leichter zugänglich. Mhm. Man könnte auch hier den anderen, der ist ja auch von der ist von den Wachowski Brothers, der Bound. Bound. Zum Beispiel finde ich sehr geil. Das ist auch was ist das für ein Genre? Weiß ich auch nicht genau. Der ja, das würde ich auch Thriller nehmen. Kannst du 12 Monkeys da reinnehmen? Weil den finde ich auch geil. Jo. Wobei der. Na, okay. Aber welches Verbrechen löst du auf und welchen. Das Verbrechen der Langeweile, die du nicht mehr spürst, wenn du den guckst. War nicht das die Frage bei 12 Monkeys, wie es zum Weltuntergang kam? Ja. So? Ja, okay, Hut dann. Ja, okay, ja. Na gut, deswegen, und schwierig. So kam ich dann immer wieder bei so viel, so ein breites Feld, dass wir da so, ja gut, wie willst du die alle zusammenfassen? Der ist so gut, 12 Mal, Mann. Ja, aber dann ist doch vielleicht auch für euch da draußen eine gute Aufgabe entstanden. Was sind für euch so richtig gute Thriller? Habt ihr Geheimtipps? Habt ihr Evergreens? Habt ihr irgendwie einen Film, der für euch das, ja, also in einem der Genres, die wir jetzt hier, sag ich mal, angerissen haben, die auch in so vielen Filmen miteinander verschmelzen, der für euch als alleinige Blaupause eben für dieses Genre steht. Das würde mich interessieren. Schreibt's gerne in die Kommentare. Vielen Dank. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs dabei sein und ein bisschen mit fabulieren und schwadronieren. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich recht bald zu neuen schönen Besprechungen. Und euch da draußen eine schöne Woche, schönes Wochenende. Und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.